So, genau, also Andi, ich gucke immer noch. Cut ist wieder vorbei. Ich will dir ja nichts Echt? vorenthalten, ne? Ja. Ist halt so, das Abenteuer ist vom Meisteraufwand her extrem schwer. Und gleichzeitig bedenken muss. Aber nee, Andi, das ist jetzt. Sonst hat da nichts Besonderes außer der Wert. Okay, ja gut. Ja. Dann, ja, keine Ahnung, ob Steckst du du dir denn jetzt bei vorsichtig in die mir. Tasche und ich schreibe dir jetzt eine. Weil ich das jetzt sage, dann war die Probe umsonst, weil ich hätte dir nur verraten, wenn du die Probe geschafft hast. Ich nenne es einfach mal edle Thulamidische Vase. Das umschreibt es am besten. Ja, reicht. Eventuell. Nee, die werde ich niemandem zeigen. Bist doch ehrlich, ne? Also, wenn irgendwer gleich fragt, was hast du so entdeckt, ist es eh vorbei. Ja, ihr seid noch für ungefähr eine halbe Stunde in-game. Seid ihr noch? Ach so, halbe Stunde ingame, ne, das schaffe ich nicht mehr zu euch zurück, bis das der Buff noch da an ist. Habe schon in-game seid ihr halt noch ja, ehrlich as fuck. Ich bin immer ehrlich. Lässt sich ganz zufällig Zeit. Alles gut. Ach, fuck, Mann. Nicht dieses Scheiß-Rätsel. Ach. Also ganz kurz nur einen Hinweis. Du kannst das Rätsel jederzeit lösen. Das Mathe-Rätsel braucht dafür kein Vorwissen. Okay, das Mathe-Rätsel braucht kein Vorrätsel. Okay, Oh, okay, okay. jetzt hast du ihn getiltet. Jetzt will er es unbedingt Ja, wissen. das ist Der auch wird so nichts anderes mehr lösbar. tun. Das Ja, kann ich auch ist verraten als vorbei kleines. heute. Wie gesagt, das sind so Ja. kleine Tipps, die gebe ich, weil das Abenteuer schon sehr frustig werden kann. Das möchte ich ja nicht. So. Ja, noch haben wir ja eine Spur. Also wir sind ja jetzt Genau. nicht komplett clueless. Wir waren auch nicht überall. Also rein theoretisch und das Und einfach das nur hat sie auch grober schon an. selbst gemacht. Was? Das Gedichtsrätsel noch nicht, ne? Da hat sie ja gesagt, da fehlen wahrscheinlich noch Dinge, ne? Das Gedichtsrätsel selbst ist ein Hinweis auf andere Rätsel. So viel kann ich sagen. Okay. Ja, Ja, Andi, das mittlerweile war's haben wir ja mit so Raum. viel gesammelt, vielleicht können wir es ja mittlerweile lösen. Aber naja, müssen wir mal gucken. Wir waren ja noch nicht überall. Das Gedichtsrätsel weist auf andere Rätsel hin, nicht andere Rätsel auf das Gedichtsrätsel. Das wollte ich damit noch als Tipp geben. Aber ja. Gut, Andi, du bist bei dem Raum jetzt quasi durch. Ja. Mehr entdeckst du Ja. jetzt nicht Wertvolles. Ja, wie gesagt, da wäre jetzt die Frage, gehen wir jetzt seppen zu den anderen rüber oder mache ich da jetzt noch weiter oder wie? Ich würde dir noch einen Raum geben, weil die anderen haben ein bisschen gelaufen. Okay, ja, dann gehe ich halt zur nächsten Tür und schau mal da mal rein. Die geht durchaus auf. Aha. Kommst in einen Flur. Warte mal. Und Raum 16. Ein großer Flur, der schon beinahe größer ist als die meisten Mietwohnungen in Gareth. Am Boden erstreckt sich weicher roter Teppich, der allerdings mittlerweile einen modrig-muffigen Geruch verströmt, während die Wände mit kleinen Gemälden behangen sind. Ein Tischchen mit zwei Sesseln lädt zum Verweilen ein. Das hier führt wohl auf den Balkon, würdest du vermuten, Anni. Okay. Und du siehst hier noch eine Ja. Tür. Die So. Gemälde sehen alle nur sehr basic aus, falls du das fragen willst. Okay, also brauche ich da jetzt nicht näheren Wert drauf zu legen. Okay, dann gehe ich erstmal hier zu der Tür und öffne die einmal kurz, um zu gucken. Ja, du guckst da draußen. Also das erwartete Bild. Balkon, genau, ja. Ja gut, dann Eine schließe Brüstung ich die. quasi. Ja, dann schließe ich die wieder. Ja, dann gehe ich mal den Flur hinunter und schaue mich mal einmal um die Ecke rüm. Ja, da unten geht Gang weiter, du siehst noch einige Türen. Aha, okay. Dann mache ich jetzt mal die Tür zur linken auf. Gut, Jawohl, du. gucken wir mal. Nee, geht nicht auf. Da muss ich mal eben fingern. Ja, ist ein bisschen, ja, ist ein sag mal standardmäßig geschlossen, jetzt nicht einfach, das heißt erschwert um zwei noch. Fail! Andi, du sprichst ab. Ja, nochmal. Okay, jetzt ist es erschwert um drei, weil beim zweiten Mal ist er mal free, haben wir ja gesagt. Ja, also nochmal um zwei. Nein. Na, immerhin noch besser als die letzten Dietriche. Meisterlich! Also dieses direkte Geht Wechsel doch. dann in die andere Seite. Ja, geht ins Auf. Ja, gut, dann, was gibt's dahinter so Schönes? Strobanow ließ es an Luxus. Warte, ich mach's jetzt auf, so. Strobanow ließ es an Luxus an nichts mangeln.
Himmelbett, ein Ankleidezimmer und ein beeindruckender Schreibtisch sind Zeugnis vom Geschmack und Wohlstand des sämtlichen Schlossherrn. Bis wohl in seinem Schlafzimmer gelandet. Dachte ich mir schon, ja. Dass die Fenster größtenteils zerborsten sind und Wind und Regen besonders im Bett stark zugesetzt haben. Das siehst du nicht, das Bett, aber ich würde sagen, ja, komm, ruf dich mal hier rein. Siehst du nicht alles. Mhm. Macht uns keinen Sinn. Der Schreibtisch ist immerhin einigermaßen intakt geblieben. Was wohl in seinen Schubladen zu finden ist. Ja, dem würde ich natürlich auf den Grund gehen. Ne? Über dem Himmelbett, also über dem Schreibtisch, hängt also noch ein Gemälde, das eine Landschaftsenergie zeigt. Auf dem Schreibtisch steht noch ein Edelstein. Den du halt kennst, ne? Das ist Nummer 8. Ja, ich bring's direkt hinter mich. Also für Roan einfach nervig. Ein unglaublich nerviges Feature. Jo, warte kurz. Muss noch was machen. Warte mal. Gedicht, okay. Nee, sorry, ich bin da eine heiße Sache auf. Alter. Okay. Bin ich jetzt? Ach, da bin ich. Okay, kurz auf die Schnelle. Das ist jetzt die 8. Die 8 ist. Atemloses, gehetztes Keuchen. Tot. Sie sind alle tot. Durch die Nacht. Uah, was bist du? Was willst du von mir? Geh fort, verschwinde, unheilige Kreatur. Ist da jemand? Irgendjemand? Ich muss hier raus. Schnell, ich muss hier raus. Das hat schon sehr auf einmal einiges Schlimmer angehört. So als hätte dir gerade irgendwas Schlimmes durchs Leben. War das jetzt gerade die Stimme von Strobanow? Von Strobanow, ja. Okay. Das ist irritierend. Hat er sich dann wohl doch mit den falschen Dingen eingelassen? Ja, gut. Derweil hörst du übrigens von unten, sehr gedumpft, aber trotz allem noch klar erkennbar ein lautes Krachen. Kommt ungefähr aus dem Westflügel. Mhm. Man hört darauf noch mehrere Männerstimmen, irgendwas, aber das ist komplett für dich unverständlich, was sie da rufen. Ja, da werden wahrscheinlich die Spackos jetzt gerade am Werk sein. Hm, haben die kein Dynamit bei? Naja, okay, ich zerre erstmal. Diesmal ohne irgendwelche Hilfsmittel an diesen Dingens rum, an diesen Edelstein. Ja, dann wieder erschwert um 8. Ne, 7 war's. Stimmt. Ne, 8. Aber 8, okay, gut, danke. Ja. Dass du so ehrlich bist, 8. Knapp. Minus 25. Ja, okay. Hab ich auch nichts anderes erwartet. Nee, danach sehe ich mich dann halt genauer im Raum oben an den Schränken. Hast du den Schreibtisch jetzt auch noch zu suchen? Also den Schreibtisch auch noch zu suchen wollen? Weil, ja, also die haben ja Schubladen, das wollte ich ja nur sagen. Okay. Selbstverständlich. Gut, ja, du bist da ein bisschen beschäftigt, deswegen spring mal kurz den anderen in die Schmiede. Sehr gut. So, kurz die Beschreibung zur Schmiede, ja. Ich habe, glaube ich, in diesem also mit diesen Buchstaben, die ich habe, kann ich Stern schreiben. Aber die anderen Wörter, die dann übrig blieben, wären Istmr. Also sehe ich da jetzt noch nicht die Lösung. Bist du jetzt bei dem Schauerlauf-Gedicht? Oder so? Ja. Ah, okay. Also Stern habe ich, aber Istmr hilft mir jetzt nicht weiter. Okay, sorry, mach weiter. So, genau, kurze Beschreibung zur Schmiede, bevor ihr da dann anfangt zu suchen. Deine Augen oder Ohre schweifen über die vielen Werkzeuge und Arbeitsgeräte in der Schmiede. Strobanow hat seinem Schmied einen wahrlich gut ausgestatteten Wirkungsbereich gegeben, was Proko halt geil werden lässt, auf jeden Fall. Zwar sind viele Werkzeuge angerostet, aber ihre Qualität wird trotzdem deutlich. Bislang scheint sich auch kein Dieb in die Schmiede verirrt zu haben. Ebenso wenig haben Tiere in dem Gebäude Unterschlupf gesucht. Strobanow legte augenscheinlich Wert auf eine gut ausgestattete Schmiede, wie nach einem schnellen Blick in das Gebäude deutlich wird. Von allen Werkzeugen finden sich hier mehrere Ausführungen, Exemplare, Esse und Amboss sind ebenfalls mehrmals vorhanden und sehr großzügig dimensioniert. Wer als Schmied tätig ist, findet beste Arbeitsbedingungen vor. In der Schmiede liegen noch immer ein paar angefleckte Werkzeuge, Hufeisen und Verstrebungen für Kutschen und Kutschräder herum. Ich überlege, ob ich die Zeitung, die ich sonst für Camillo verwenden muss, jetzt für
Brocco rausholen. Was da halt für, ja, Schmiedehammer liegen da halt herum, ne? Nägel. Werkzeug halt, also sehr viel Werkzeug, eine Zange. So Sachen halt, ne? Ich sag nochmal, ab jetzt vorsichtig vielleicht sein, weil ab jetzt könnte es sein, dass die Fallen kommen, weil jetzt scheinen wir ein Rätsel vielleicht auf der Spur zu sein. Ich stell mich direkt vor die ganzen Werkzeuge und guck mir die an. Ja, das ist okay. Provokativ. Nee. Ist aber okay, ich, also. Ich prüfe sie halt. Nimm vielleicht auch mal das eine oder andere in die Hand. Und leckst daran. Nein, am Metall leck ich. Erstmal noch nicht. Ja, genau. Was macht ihr da drin noch? Also, vor allem ich stelle fest, es ist hohe Qualität. Genau. Sag ich auch zu den anderen. Kann man noch ein paar Sachen von gebrauchen hier, also. Könnt man alles mitnehmen. Ja, aber wird schwierig, die hier wegzubekommen. Aber ja, wenn wir diese Rätsel gewinnen, dann gehört das ja theoretisch auch uns. Das sind hochwertige Werkzeuge hier, damit kann man gut schmieden. Ja, ihr besonders, ihr könnt ja sehr gut schmieden. Seid ein sehr guter Handwerker. Also wenn wir spontan was brauchen, also ich habe hier alles, was ich brauche. Kohle, Werkzeuge, oder Kohle ist auch da, oder? Ja. Ja, also ich, wenn ihr was brauchen für irgendwas, ich kann uns was basteln. Hm. Wo ist eigentlich William? Ja. Zu dem kommen wir gleich. Der humpelt gut, durch die Gegend. Gut Frage, den hat doch keiner von uns vermisst, oder? Ja, komm. Du suchst die Schmiede oder was macht ihr da jetzt auch genau? Also, ja, ich werde erstmal vorsichtig reingucken, wenn da Fenster sind. Erstmal so, ob ich irgendwas erkenne und dann vorsichtig reingehen, ja. Ja, Proko ist schon drin. Ja, also warte, ja. Die Schmiede ist da wahrscheinlich so halb ja, offen, oder? Ja, die ist halb offen, genau. Also ist schwer da reinzugehen. Und, genau. Und im Gebäude ist ja wahrscheinlich nur Wohnhaus oder so. Also das würde ich jetzt vermuten. Nö, tatsächlich ist alles Werkstatt, der ganze Raum. Ist ein großer Raum, der ist Werkstatt. Oh, okay. Ja, dann würde ich mich umgucken, ob ich irgendwas finde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel genau hier hingeguckt hätte, ob das speziell schon auf irgendeinen Punkt zeigt, irgendeine Stelle. Also wenn ich jetzt geguckt hätte, so nee, keine auf dem. Es gibt nur auf dem Gelände gibt's halt die Schmiede heraus. Okay. Ja, dann würde ich anfangen, genauer zu gucken. Aber ich würde den Zwerg das Vortritt lassen und ihn nicht im Weg stehen, weil ich traue ihm hier mehr zu, dass er hier sich besser. Würfelt mal ruhig auf Sinne Schärfe, erschwert um 5. Jeweils beide. Okay, Helena findet nichts, aber Lars, die fällt was bei dem Amboss auf. Aha. Da ist eingraviert auf der Unterseite, deswegen auch ein bisschen schwerer als in der Probe. Ja. Der also Zwerg kippt so den Amboss an mit einem Auge, guckt zu drunter. So, naja, genau, mit so einem Auge guckst du halt da dran vorbei. Ja, und ich brammel erstmal, was ist denn hier? Also, guck runter. Und zwar ist das tatsächlich ein Buchstabe und eine Zahl. Es ist nämlich eine 1G. Okay, das klingt wichtig. Also 1 und eine G. Das ist ja komisch hier. Also, ja, guck mal. Also, hier am Amboss hat hier auch jemand eingeritzt. Wie an dem Brunnen da unten. Ah, 1G steht da. Ja, ich glaube. Was stand denn am Brunnen denn genau? Habt ihr doch selbst gesehen. Hier. 818. Okay, das war nochmal was. Okay. Das ist aber noch schon ein bisschen was anderes. Aber 1G, das könnte vielleicht hier in dieses Matt. Okay. Bitte kannst du das nochmal genauer sagen? Sehr gut. Ich überlege. Ja, aber das scheint auf jeden Fall das zu sein, was wir gefunden haben. Das könnte vielleicht von einer Art Tresor oder irgendwie sowas die richtige Eingabesache sein. Habt ihr nicht vorhin was gefunden? Auch einen Buchstabe und eine Zahl gefunden? Haben wir? Als ihr in das Buch geguckt habt, hattet ihr irgendwas gesagt. Waren das nicht zwei Buchstaben? Ach, die Zahl 3, weil ich habe das D von 3 groß geschrieben. Ah, okay, danke. Das war mein Tipp. Danke, ja, dann steht da 3P und 1G. Das Goliath hat aber gut auf Klugheit gewürfelt. Ja. Ich bin ehrlich. Ich muss das sagen.
Gut, gut. Okay, also wir könnten jetzt Jeopardy spielen. Ich nehme 3 P und ein G. Mal gucken, was der Satz ist. Nein, okay. Ja, das scheint die Antwort gewesen zu sein. Was wir jetzt machen könnten, ist, wir könnten einmal kurz zum Stall gucken und gucken, ob unser humpelter Freund den Teppich endlich abgeladen ist und wieder reingehen zu Rowan. Punkt. Oder wir gehen direkt zurück. Ich schlage vor, direkt zurück. Ehrlicherweise würde ich auch sagen, wir gehen direkt zurück. Okay, wir gehen direkt zurück. Oder wir lassen mich hier zurück. Ich könnte hier noch ein bisschen... Nein, du kannst Zeit. Später... Wir lassen dich wirklich... Ich verspreche dir, wenn wir das gelöst haben, darfst du hier so lange du willst rumspielen. Du darfst auch mit den Amboss spielen und alles. Darf das ich? Ist, wenn wir hier fertig sind, oh, erst cool, die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja. Okay. Wenn Proko was schmieden will, ist der ja richtig knuffig. Sagt Kau wieder so. Du darfst auch deine Freunde einladen zum Spielen. Das darfst du dann alles machen. Aber ich hab doch gar keine Freunde. Du hast doch uns. Oh Gott. Ja, die Wahrheit ja. ist halt manchmal ein bisschen kleinlich. Kümmer die Fresse halt. Aber Tatschko, da habt ihr recht. Euch mag ich. Ich hab auch auf Freude. Ich frage. Also, ich hab auch. Okay. Ja. Tasche war schon. Tasche war schon sehr lange unter Menschen. Der umarmt jetzt mal Proko. Oh. Okay. Ja. Elena steht neidisch komplett daneben. Ja, so, okay. Wir springen der mal zu. Aber nachdem er gesagt hat, ich finde ihn hübsch, denke ich mir so meinen Teil und gehe. Ja, derweil, Beckmann, ich schwing mal zu dir. Ja. Still a bit of love story, dein Twilight. Du hast so ein bisschen geguckt, die Pferde sind versorgt, du hast den Teppich, du würdest vermuten, ja, das Pferd, das musst du schon irgendwie schleppen. Du hörst so ganz... Hin, ja? Ja, ja, irgendwie schon. Also du hörst auch so ganz gedämpft übrigens Stöhnen aus dem Nachbargebäude. Aber du denkst ja nichts weiter bei. Ja. Da kann ich nur nirgends zu sehen ist, kannst du eigentlich eins zu eins zusammenzählen. So, dann würde ich mir jetzt auch, wo ich mal so, okay. so quasi dann ruhige Minute habe, ich würde mich mal, ist da irgendwie eine Möglichkeit, mich hinzusetzen? Ja, klar. Ja gut, dann würde ich mir gerne mal mein Bein anschauen. Okay. Fail. Ich will mal auf Heilkunde Wunden. Fail. Komm. Ja, du erkennst, dass das wohl gestaucht ist. Geil. Also nicht gebrochen hab ich oder irgendwas, so. Um es trotzdem ein bisschen irgendwie zu fixieren? Habe ich irgendetwas? Oder liegt hier irgendetwas rum, womit ich das fixieren könnte? Eine Stauchung fixieren? Ja, klar. Kann man auch. Was? Habe ich schon getan. How? Naja, damit ich mein Handgelenk nicht die ganze Zeit bewege, als ich mir das mal verstaucht habe, habe ich mir das halt... Ach so. Festgemacht. So. Damit ich das nicht die ganze Zeit hin und her war, aber... Würde ich auch ja. mal, also ich behaupte jetzt mal, das kann man auch mit einem Bein machen. Ja, ja, du hast ja Fuß, ne, du trittst da dauernd drauf, ne, das ist halt der Unterschied. Ja, und irgendwas, was das entlastet halt. Oder auch ein bisschen Stabilität in das Bein bringt. Ja, der hüpft ja halt zukünftig, mein Gott. Sieht also, das zwar doof aus, aber... Das, also da du ja immer zuerst drauf trittst, das funktioniert so nicht. Also kann ich dir sagen, wenn du mit Fußball verstaucht hast, bist du halt raus, ne? Weil du kannst nicht mehr auftreten, eigentlich gar nicht. Aber ja. Also du kannst es gerne bandagieren und Eisspray drauf machen. Geheimkunde für Kreisliga-Fußball, Eisspray drauf, auch wenn es gebrochen ist oder ein Muskelriss, Eisspray drauf. Nee, Pepanthen. Egal, okay, was ja. ist, egal was ist, Pepanthen. Mir könnte ein Arm durch eine Explosion abgerissen werden. Meine Mutter sagt, mach Pepanthen drauf, ist morgen besser. Pepanthen? Brian, Pepanthen. Und nimm noch eine Globuli, Schatz. Dann geht's dir besser. Ja, ja, Backman Drinks, aber du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Ruhe, dann wird das schon wieder irgendwann werden. Oder habe ich irgendetwas, was ich als Krücke verwenden kann? Ja, als Krücke kannst du bestimmt was finden. Ich habe jetzt keinen akustisch dich nicht verstanden. Du kannst schon bestimmt was als Krücke finden.
Ja, gut, dann würde ich davon, was ich davon finde, was ich denke, dass es gut ist. Ein Holzstock halt, ne? Ja, dann nehme ich das. Jetzt hat er Gehstock, jetzt wird er voll. Jetzt bin ich. Wo ist mein Vicodin? Es ist ganz sicher Lupo. Oh, geil. Mann, nee. So, ich bin gleich wieder. Alter, einer bekloppt da. So, da sind wir wieder. Die Jungs haben sich derweil irgendwelche perversen Stories erzählt, wie Tasco und Froko zusammenhängen. War jetzt nicht eine Aufnahme. Aber es ist vielleicht besser, besser ist das ab 18 Special aufzuheben, genau. Was hat denn heißen? So, Beckmann humpelt jetzt mit einer Krücke. Yay! Ist das ein Schiefrohr? Das ist kein Schiefrohr, oder? Nein, das ist... Die können jetzt hier nicht erwarten, dass ich hier irgendwie meinen Python-Code raushole und irgendwelche Buchstaben verschiebe. Nein, das ist ein ganz normales... Na gut, ne, dann humpel ich da jetzt auch mal raus, ne? Guck, dass ich mir noch eine Vicodin einschmeiße. Ja, du humpelst so... Ja, du bist über den Platz und ihr anderen seid halt so jemand am Eingang, wo von links William angehumpelt kommt. Also sag mal, du siehst die Gruppe. Yo. Ruft Beckmann ja, über den Platz. Ich guck so Richtung Beckmann. Sollen wir so tun, als hätten wir ihn nicht gesehen? Ich guck den Brocco an mit so einem Blick. So ein freudiges Lächeln und geh einfach weiter. Das ist aber nicht sehr nett für William, ja? Ja, es ist auch nicht sehr nett, wie er uns mit, wie er mich irgendwie mit Innereien eines toten Menschen beschmieren wollte oder diesen Typen in den Hinterkopf geschossen hatte oder mich mit Scheiße bewerfen wollte. Moment, naja. Wann habe ich denn hier jemanden mit Innereien einschmieren wollen? Wann ist das denn passiert? Nachdem du in den Typen rumgefummelt hast und wo wir gefragt haben, was du damit wolltest, meintest du so, ja, passt auf, sonst spiel ich dich damit voll. Ja. Da erinnere ich mich nicht dran. Ja. Ich schon. Ich auch. Ja, die anderen laufen aber weiter, ich Beckmann, nicht. Du siehst es auf jeden Fall auch. Ich würde aber so tun, als würde ich nicht gehört haben. Auf jeden Fall so. Oh, gut. Dann nicht. Ich humpel trotzdem weiter Richtung Anwesen. Tasco macht den 31er, okay. Gorbi ist einfach alles scheißegal. Jo, rein da. Ja, Tasco wartet so am Eingang. Ja, derweil hat Andi das Ding durchsucht. Den Schreibtisch und das Zimmer. Andi, einmal bitte eine Gassenwissenprobe. Erschwert um 5. Ja, ihr könnt es auch gleich skippen und ich sag jetzt einfach, komm. Und du sagst einfach Fail. Nein, mach mal Gazen Wisen. Ich will um 5. Bitte. Es tut leid. Alternativ kannst du auch Sinnesschärfe machen, dann sage ich es noch schwerer. Nein. Genau. Ich will hier Gassen. Einen Unterschied machen will. Ach, komm. Die fällt ein an, die Edelleute haben oft hinter den Bildern im Raum bestimmt mal manchmal was hinterher so. Ich eher Etikette. Ist das echt Gassenwissen? Das ist auch Gassenwissen zu wissen, wenn du einsteigst bei Reichen. Ja, doch. Gassenwissen ist Diebskunst. Quasi. Aber ja, dann natürlich. Aber vorher, ganz kurz, Anin, ist es nur jetzt in dem Moment aufgefallen. Ne? Aber dann denkst du wieder, okay, erstmal in den Schreibtisch gucken. So, zack. Und dann machst du auf und dann findest du da drin einen Zettel. Du wirst gerade gestreamlined, Andi, merkst du es? Hä, der wird nicht gestreamlined. Ich hatte, das war nur so eine spontane Idee, die kam mit Gazenweisen. So. Natürlich. Du findest ein weiteres, ein Gedicht. So. Und noch ein weiteres ein Papierschnipsel neben dem Gedicht. Das Gedicht ist das von Strobanov. Ich weiß nicht, ob du überhaupt mitbekommen hast, dass das Besitz der Heldengruppe ist. Also, ob Roman das überhaupt mitbekommen hat. Ich gebe jetzt aber auch Andi mal das Strobanov-Gedicht als Handout. Frei. Das viel ist Spaß ein Teil des Strobanov-Gedichtes, oder was? Genau, es ist quasi noch eine Kopie des Strobanov-Gedichtes. Das weiß er noch nicht. Er hat ja immer, wenn ich angefangen habe zu sprechen, gemacht und hat und nicht zugehört. Der Zettel, der heißt 6 ist I und den gebe ich dir jetzt auch beim Journal frei. Nee. 6 ist I. Und das musst du dir größer ziehen, das kannst du sonst nicht lesen. Das sag ich dir gleich. Über das Fenster. Aha.
Lese ich mal vor. Und so sprach die weise Herrin zu dem Suchenden. 6 ist I. Also es ist keine 1, es ist wirklich ein I, das kann ich sagen. Sonst wäre unfair, wenn ihr denkt, es ist eine 1. Was zur Hölle ist das für ein Scheiß? Okay, ich steck die Scheiße erstmal ein. Ich weiß ja, wohin ich damit muss. Ja, und Alter, fällt ja halt auf, dass das eine Bild über dem Bett so ein bisschen wirkt, als könnte man dahinter was verstecken. Na klar, ran da. Dahinter findest du einen mächtigen Stahlschrank, einen Tresor, um genau zu sein. Ganz klar, selbst für dich erkennbar, zwergische Handwerkskunst und extremst professionell. Das wird länger dauern. Ja, ich gehe nach hier unten und mache die Tür zu und schließe die Tür ab. Okay, Schlosser knacken. Fürs wieder ein Abschließen, genau. Und das mache ich jetzt, zack, abgeschlossen. Jo, dann widme ich mich mal diesem Tresor. Ja, du siehst, darauf ist ein Drachenmotiv abgebildet, zwergische Runen, die du nicht lesen kannst. Ein Rad, was man theoretisch drehen kann. Also wirklich ein klassischer Tresor mit Rad. Hm. Und du siehst schon, ohne Stethoskop wird es hier extrem schwer. Kann ich denn, ich werde ja mit dieser Art von Schlössern wahrscheinlich schon vertraut sein. Ja. Da wäre jetzt die Frage, ich kenne deren Funktionsweise. Du weißt, dass die extrem schwer zu knacken sind, ja, aber du weißt die Funktionsweise, genau. Gut, das heißt also, dass ich zumindest dann auch jetzt erstmal so versuchen kann, das Ding zu knacken. Also so per normalem Gehör, nehme ich an, oder? Ja, aber du wirst wahrscheinlich ohne ein gescheites Werkzeug sehr schwer Erfolg haben. Das ist dir auf jeden Fall bewusst als Dieb. Ich würde es jedenfalls als erstes mal versuchen, wie gut ich das denn hören kann. Ob ich da mich dazu in der Lage sehe, das überhaupt zu knacken per Gehör, einfach nur so. Gut. In regeltechnischem Andi. Hm. Das Ding zu knacken ohne Hilfsmittel ist erschwert um 15. Okay. Schlösser knacken erschwert um 15. Dann würdest du es wirklich auch so aufbekommen. Allerdings, ja. Also du als Ingame würdest du sagen, es wird sehr schwer. Man könnte es versuchen. Perfekt. Mit den Hören wurde nur von Hollywood erfunden. Das funktioniert gar nicht so. Das ist quasi. Das ist. Aber okay, das weiß ich tatsächlich. Ohne ein hochwertiges Stethoskop. Sehr schwer. Ja, weil okay. Es ist technisch gesehen eigentlich unmöglich, die Geräusche zu hören und so. Das, also du kannst. Ja, steht aber sogar hier ein Abenteuer, dass man mit dem Stethoskop machen kann. Ja, wahrscheinlich wissen die das auch nicht besser. Genau, eben. Das, ja. Ist so krass, was Hollywood teilweise durch ihre Klischees und irgendwelche Sachen einfach Leuten eingetrichtert hat und Leute dann, also das ist ja nicht schlimm, ist glaube ich in vielen Dingen so. Andi, du kannst aber mal auf, auch nochmal für Wissen kannst du auf. Nochmal auf Gassenwissen würfeln, wenn du den Tresor anguckst, oder auf Mechanik, falls du da was möchtest, dann würde ich dir noch, Sagen und Legenden würde ich dir sogar auch erlauben, weil es auch so eine Sage unter Dieben. Okay, also kann ich mir jetzt eines von den Dingern aussuchen? Ja genau, oder? Auf irgendwas würfeln, Sagen und Legenden, auch nicht erschwert, nicht erleichtert, gar nichts, neutral, meisterlich! Du weißt, das Ding, was du jetzt gesehen hast, der Tresor, der muss eins der Meisterstücke sein, die in der Geschichte, wo du weißt, okay, ist extrem schwer knackbar. Das Ding wurde nämlich von Zwergen gefertigt und der erste Drachenschreck, so wird dieser Tresor genannt, wo du jetzt gehört hast, der geknackt wurde, der war in Punin und dort müsste der Fürst der Unterstadt, das ist der dortige Leiter der Diebesgilde, wie du weißt, der ist der erste, dem es überhaupt jemals gelang, das Ding zu knacken, ohne Kombination. Und der hat dann fetten Edelstein rausgeholt. Pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Oder probiere ich jetzt einfach mal. Ich versuche den ultimativen Schicksalspunkt. Da kann ja jetzt natürlich jeder Einspruch drauf erheben, aber dann müssen wir drum würfeln. Das wären nicht, nicht so viele Leute da, um Veto einzulegen. Deswegen, ich würde ihn nutzen wollen. Spreche ich jetzt hiermit aus. Das Problem, also irgendwie fühlt sich das so an, als wäre da einfach die Lösung des Rätsels drin, aber ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen dagegen, weil ich glaube, dass wir da was eingeben müssen für die Rätselslösung, damit ich alles skippen, aber als Powerplayer würde ich sagen, geil, wir skippen den ganzen Scheiß. Ja. Also, innerlicher Twist. Ja, ich bin auch genau dasselbe so, aber ich sag mal, ich bin noch dagegen. Warten wir erstmal ab, aber lassen wir uns das als Option offen. Ja, würde ich zustimmen. Wenn man überlege ich, ob ich jetzt mit euch mitgehe oder nicht. Wenn man es AFK, der kann ich es jetzt gerade sagen.
Ja, da kann ich ja dann gleich noch dann den Abend spielen oder so. Und dann, wenn wir irgendwie auf eine Sackgasse stoßen, dann gehen wir. Also der Punkt ist halt, ich bleib ja jetzt nicht an dieser Stelle hier stehen. Ja. Ich mache nichts mehr. Das heißt, ich gehe von hier weg und dann werde ich wahrscheinlich nicht erneut wieder hier hinkommen. Mal so eben, um zu sagen, ach, jetzt löse ich mal den Schicksalspunkt ein. Das stimmt. Eric, der macht das gar keinen also, Sinn. Genau. Mal bleibe ich in Character und sage, ich möchte ihn verwenden. Ihr dürft euer Veto natürlich machen, ist überhaupt kein Problem. Dann würfeln wir aus und dann werden wir feststellen. Mal ganz kurz. Würdet ihr den ultimativen Schicksalspunkt für ein Sache einwenden, einsetzen, wo das Abenteuer aber jetzt gelöst wäre, würde ich das verbieten? Das ist die Regel, die ihr noch nicht kennt, aber sie ist so. Wir sind ein bisschen nie eingetreten. Bitte, dann haben wir das Problem nämlich jetzt gerade eben gelöst. Genau, und ich habe das eben nicht verboten gerade. Ich habe nichts dazu gesagt. Müsst ihr unter euch klären. Wahrscheinlich ist da sowieso nichts drin. Dann ist es nicht so wertvoll, wie ich denke, und dann sage ich nein. Das will ich damit auch nicht sagen. Das ist so nichts, was er jetzt ins Abenteuer lösen würde. Das, darum geht's. Ja, aber ich sag, ja, aber wenn es nicht der. Also ja. Ich hätte nur ja gesagt, wenn es jetzt Power, wenn ich jetzt aus Powergaming-Sicht geil, da ist der Geilste überhaupt drin. Ja. Dann ja, aber für mich nein. Ich wollte sagen, wir haben beide ja schon nein gesagt. Diskutiert ruhig trotzdem mal weiter. Ich muss kurz mal ein Ding holen. Der könnte aber auch natürlich, also entweder ist da wirklich nichts drin und einfach nur Bullshit drin, oder da ist natürlich jetzt auch vielleicht der sickeste Stab drin, der keine Ahnung wie viel tausend Mücken wert ist. Ich wollte gerade sagen, da ist vielleicht nichts drin, was unser Abenteuer löst, aber da ist vielleicht die Belohnung für unser Abenteuer drin. Das Problem an der Sache ist, also zum einen gebe ich dir recht, aber zum anderen würde das Rowan eh für sich einstecken, also habe ich auch nichts davon. Richtig. Oder so will ich nein. Ja. Also wie gesagt, ist für euch ja natürlich auch völlig legitim. Ja. Ich mache den Deal, wenn wir bis Ende hin nichts Besseres finden, so überlebenstechnisch, weil ich sehe uns noch gegen die Spacken kämpfen, ich sehe uns noch hinterhältig, ich sehe uns noch tödliche Pfeilen begegnen. Ja, sehe ich uns auch alle noch, aber ich sag nein. Könnte sein, dass ich halt den Heiligen Gral da jetzt rausziehe, deswegen nehme ich den, möchte ich die Chance versuchen zu nutzen. Ja, verstehe ich auch. Will den ultimativen Schicksalspunkt einsetzen, um ein krasses Schloss zu knacken, und wir beide haben nein gesagt, weil es ist nicht Gamebreaking, also es ist nicht die Endlösung. Nee. Endlösung. Aber es ist halt schon krass, aber es würde uns eh nichts bringen, weil wir wollen, dass ihr einsteckt. Das ist jetzt too long didn't read. Deswegen sagen wir zwei nein. Ich enthalte mich. Ja, dann. Also stimmt er quasi. Ja, okay, er enthält sich. Das heißt, er stimmt nicht dafür und nicht dagegen. Okay. Ja, Würfel machen wir doch nur, wenn Gleichstand ist, oder nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt die Regel gerade nicht. Ich meine, wir müssten trotzdem würfeln. Ihr müsst, also sonst haben wir das immer gemacht, ihr müsst trotzdem würfeln. Meine auch. Er hat halt immer noch, also er hat die Chance, wenn euch beide, war das über- oder unterwürfeln? Ich glaube, überwürfeln in dem Fall. Ich gucke einfach mal schnell nach. Erweiterungs- Ne, bisschen angesetzt an dem Scheißblech. Ja, doch, Würfelduell, Einspruchsduell. Jo. Aber da steht nicht drin, höher oder tiefer. Ich glaube, das dürfen wir jetzt dann, also ich glaube, das entscheidet jetzt der Meister dann. Ja, generell in DSA ist eigentlich immer tiefer besser, oder? Okay, ab geht's. Roll D20, auf geht's. Ey, warte, wollen wir nicht erstmal auf Tobi warten? Das stimmt. Ja. Aber wenn du uns jetzt unterwürfelst und du ihn benutzen darfst und irgendwer in diesem Abenteuer stirbt, bist du schuld. Das ist okay für mich. Du, Andy, bist schuld, nicht Rowan. Ja, ist okay für mich. Okay. Ich hab so nicht so das Problem mit Gewissenswissen, ist so. Mhm. Notiz an mich, wenn ich deswegen sterbe, wie ihn unendlich viele schlechte Wortwitze in sämtlichen Formen. Warum bestrafst du uns dafür, wenn Andi Scheiße baut? Vor allem, als wenn das irgendeinen Unterschied machen würde zu deins. Ich mach weiter Pausen. Also ich kann dir auch regelmäßig. Ich kann deine E-Mail-Adresse rausfinden. Ich stelle irgendwelche E-Mail-Bots ein, die sich mit schlechten Wortwitzen machen. Wird irgendwie raus, wo du wohnst, kriegst Briefe, du kriegst Anrufe, du kriegst SMS so. Und dann wieder. Und? Okay, wir müssen würfeln. Zwei ich bin dagegen. Schon hart gedroht, Tobi, dass ich Wortwitze von Syrien ertragen muss. Also ihr wollt dagegen kämpfen? Ja. Beckmann, hast du was dagegen? Ich habe mich enthalten. Du hast dich enthalten, okay. Dann sind es 2 gegen 1. Denkt daran, das niedrigste Ergebnis zählt W20.
Okay, dann mach mal einen Countdown. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, drücken. Oh, Lars hat gewonnen. Verflucht. Damit denied. Ja, schade. Aber Lars, du musst jetzt immer acten und musst nur mal sagen, Objection. Objection. Okay, ja, kein Felix White geguckt, alles klar. gespielt, alles klar. Felix White, Ace Attorney, Alter. Das ist, hallo. Ja, der Oliver schickt das Funkball von Amazon schon eine Ace Attorney Anspielung mit dem Objection, aber gut. Ja, dann versuche ich ihn trotzdem auf gute Glück einfach mal. Dann Erschwertung 15, Andi. Wenn du das jetzt schaffst, dann hast du meinen vollen Respekt. Ja, das kriege ich eh nur mit einer 1 hin. Voller Respekt für Würfelglück, dann bist du ein richtiger Skiller. Ja, aber gesagt, dann hast du das Loot da drin auch verdient, aber den Ultimativen kriegst du nicht. Das ist richtig. Man muss jetzt mal gucken, was... Meister, ich fail! Ja, ich hab's mir einfach gespart, weil... Das ah, du hast gar nicht für 15, du hast gar nicht für 15 erschwert, ja, okay. Ja, kann ich eh nicht ausgleichen, deswegen, das ist... Alter Schwede, ich hab 20 da, nee, ne, ja. Ja. Wobei, nee, die kann ich nicht ausgleichen, ne, also mit irgendeinem... Nein, nein, die ginge nur mit, die ginge mit einem... Es Glücks gibt, oder Pech? Es gibt, genau, es ging mit einem Glücks- oder Pech-Schicksalspunkt. Hab ich einen, hab ich nicht, nein. Ne, hat irgendeiner, okay. Beim nächsten Mal hast du den. Ja, ne. Wird eng, ich habe heute auch schon gut 21er. Der Lars hat noch einen Glückspunkt im Besitz. Ja. Ja, ist egal. Hat er mir eh nicht vorher übergeben. Nee, dann ist okay. Dann, es gibt tatsächlich ein Talent, Leute, das kann ich jetzt schon sagen, eine Sonderfähigkeit. Die ist extrem teuer, aber die heißt Begabung. Und bei den Begabungstalenten, das wäre eine eigentliche Ausnahme. Da dürftest du mit einem normalen Schicksalspunkt auch die 20 wiederholen. Das hatte ich aber schon und da habe ich gefragt. Hast. Echt? Da hast du gesagt, dass das nicht zählt, weil du das nicht willst. Echt? Das hatte ich nämlich. Ja. Wenn du schon mal gesagt hast, dann ist okay. Weil ich hatte es jetzt erst heute wieder gesehen in DSA 4. Ja, kein Ding. Kaufe ich dann nächste Mal und tue so, als hätte ich das. Aber gut, wenn ich das schon mal denied habe, dann. Nee, dann machen wir es doch nicht. Ach, verdammt. Weil sonst hätte ich einige 20er ersparen können. Weil normalerweise, muss man halt fairerweise sagen, das ist bei uns ja schon schwerer. Im normalen DSA dürftest du ja auch nur 20 wiederholen mit einem Bestätigungswürf halt, ne? Also. Nee, nur im Kampf. Nee, normalerweise würdest du bei einer 20 einen Bestätigungswurf würfeln müssen. Außer doppelt 20 wird. Das machen wir ja nie. Achso, das wäre ja noch beschissen. Also die 20 steht ja, aber ob es noch schlimmer wird. Ja, stimmt. Aber nee, im normalen DSA darfst du ja auch jeden Schicksalspunkt, das meine ich. Im normalen DSA darfst du jeden Schicksalspunkt anwenden, weil da gibt es ja nur den normalen. Da gibt es ja keine Arten. Durch die Artenregel habe ich es ja schwerer. Ach ja, stimmt. Im normalen DSA darfst du einen Schicksalspunkt für den 20 würfeln. Okay, Tobi, pass auf, ich möchte versuchen, das Bild jedenfalls wieder da so davor zu hängen, dass es nicht so auffällig auffällt wie bei mir gerade vorhin. Okay. Ja, zuhängen wieder und ja, dann würde ich mal auf den Balkon gehen und da mal gucken, ob ich von da oben theoretisch auch einfach runterkäme. Von dem Balkon im Zimmer? Ja. Yeah. Ist halt zwar der Stock, also ja. Ein paar Meter. Also mit meinem Haken komme ich runter. Ja, genau, also mit dem Seil, wenn du irgendwo festmachst und dann runterknirrst. Kommst runter. Gut, dann mache ich das, so entsprechend. Und ja, seil mich im Prinzip dann ab. Kletterprobe nehme ich an. Ja, ob du runterfällst. wird durch Seil erleichtert, genau. Ja, klingt dir, du stehst jetzt da, du kannst jetzt auf Grundstück wechseln, dein Cursor ist aktualisiert. Ja, derweil kommen die anderen vorne in den Haupteingang hinein. William humpelt hinterher. Taskul wartet auf dich, Beckmann. Hallo. Hallo. Die sind schon rein. Ich bin wenigstens einer, der auf mich wartet. Ich gehe schon rein. Also ich möchte aktiv nicht auf ihn warten mit den anderen. Ja, dann steht ihr schon länger drin. Dauert bis du sogar aufschließt. Wolltet ihr schon irgendwo hin? Weil dann seid ihr da jetzt schon. Welche Map ist das nochmal? Hochparterre. Okay, dann müsste ich. Ich hab da keinen Cursor, deswegen. Ja, muss schon umsetzen. Mhm. Hört sich die Musik gerade an, als wären wir im Bruchtal. Ja, ich weiß ja, also ich würde dahin gehen, wo Dingsbums Null gesagt hat, Rowan hat ja gesagt, er guckt oben rechts weiter, also gehe ich die Treppe hoch nach oben rechts. Okay. Ich folge. Dann steht ihr schon am Ende der Treppe, derweil kommt William draußen bei Taskul an. Ja. Und jetzt ist das. Es ist das Punkt, Punkt, Punkt. Ach ja, stimmt.
Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde auch noch zu Bocco sagen, ist der ist der früher auch immer so immer ständig einfach verschwunden? Wer denn? Der Rowan? Ja, er war schon immer Alleingänger. Aber das war auch sein Skill. Ja. Ich möchte nochmal betonen, dass ihr immer noch nicht mit ihm gesprochen habt über die Aktion des Lichtbahns. Also just saying. Das Problem ist, Helena, das ist nichts bringt, wenn ich mit ihm rede, weil er eh nicht drauf hört. Wir waren damals gleichgestellt und er glaubt es wahrscheinlich immer noch. Ja, ihr seid jetzt Captain. Ja, ihr kennt ihn ja schon auch schon länger. Ihr wisst, dass er ein Freigeist ist. Ja, aber ich möchte nochmal betonen, dass wir eine Crew sind. Eine Crew. Und du bist der Captain hier, Gorbi. Und ist das für dich in Ordnung, wenn einer andere nicht warnt, ach, du könntest nachts überfallen und abgestochen werden, dass das nicht geteilt wird? Ist für dich vollkommen in Ordnung und geht als Freigeist? Das ist für dich vollkommen normal? Das habe ich so nicht gesagt. Ja. Vor allem kackt gerade die Olle ihren Chef zusammen, finde ich viel besser eigentlich. Sie predigt ihm das, aber kackt ihn trotzdem selber. Stellt mich bei HR. Ich fühle mich in meinem Workplace hostile. Ihm war doch gerade genau dasselbe. Nun. Hm? Oder nicht, Prokur? Also, sie hat da schon ein bisschen einen Punkt. Aber ja, in dem Moment verglichen schon. Muss man immer noch ehrlich sein? Ja. Also wo war nicht jemand nicht vor bestehender Gefahr? Nein, das meine ich. Der geht doch auch gerade mit mir, als wäre ich nicht euer Kapitän. Das meinte ich. Doch, ich habe euch Captain genannt und ich habe euch gesagt, dass ich mich als Crewmitglied nicht sicher fühle, in einer Crew zu sein mit einer Person, die mich nicht vor Gefahr warnt. Und dass ihr mir versprochen habt, das zu ändern. Das erinnert ja nicht daran, in welcher Position wir sind. Ich finde, ja, das sollte ein Crewmitglied seinen Captain sagen dürfen, oder nicht? Ja. Ja, aber ich als Marschall der Gruppe fühle mich da auch für die Sicherheit verantwortlich. Da hat sie schon einen Punkt. Wir sollten alle uns aufeinander abstimmen und uns gegenseitig vor Gefahren warnen. Ich auch so. Und auch wenn wir verschiedene Meinungen sind, es zumindest probieren. Ist ja das öfter hier, wir haben verschiedene Meinungen hier in der Gruppe, das ist okay, aber vor Gefahren warnen halte ich als Minimum, um in einer Crew bestehen zu können. Wir gegen den Rest der Welt und so. Ja, ihr habt da auch sehr recht. Es tut mir leid, ich bin ein sehr schlechter Kapitän. Sehr gut. Dass ihr das erkennt. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gerade gesagt habe, aber irgendwas hat mich dazu gebracht. Ihr seid... Man muss sagen, ihr seid besser als vorher. Ihr seid hier neu dabei. Also ihr macht das... Also ihr habt eure Stärken und eure Schwächen und an euren Schwächen können wir arbeiten. Aber wie gesagt, da solltet ihr auf jeden Fall mehr auf den Tisch schauen. Dass sich okay, na, es tut mir sehr leid. Ich werde mich bessern. Ich würde mich verneigen, den Hut heben und senken und weitergehen. Boah, das wirkt wie so eine Selbsthilfegruppe heute. Der Spiegel ist halt so geil. So wäre das aber immer, wenn wir ehrlich zueinander wären. Wenn wir mit dieser Ehrlichkeit gleich noch zusammenfinden, dann gibt das ein Problem. In der Tat. Ja. Rowan wird sich nicht darauf einlassen. Gar nicht. Ja, ich gucke in Raum Nummer 12. Ich sehe deinen Marker nicht. Reload. Ja. Ja, Raum 12 habe ich ja Annie erklärt. Geht dasselbe, der Karneol, also der Edelstein steht noch auf dem Tisch. Mhm. Da ist so ein Ständer, da scheint man mal was drauf gestanden zu haben, das fehlt jetzt. Warte, fass doch mal kurz zusammen, das war das Schlafzimmer, oder? Jetzt? Nein, das ist das Jagdzimmer. Oder Jagdzimmer, Gesellschaftsraum, sorry, kann man sagen. Okay. Kaminzimmer, ja, ist ja. Ich setze mich auf den Stuhl, warte 5 Sekunden, mach und steh auf. Okay. Es kommt einer rein und sagt so, ich will aufschauen, der Beste, der Kurve geht wieder. Okay, ich schaue mich aber trotzdem nochmal um. Aber ich sehe, da wahrscheinlich ein paar Sachen fehlen, dass es vorhin hier war und wahrscheinlich so. Ja, ich will es jetzt mal so, geht's weiter. Ja, Beckmann, du bist unten in der Eingangshalle eingekommen mit Taskul. Möchtest du irgendwo besonders hin? Du hast nicht gesehen, wo die anderen hingegangen sind, aber war es zu spät dafür. Eigentlich wollte ich auch einfach nur durchgehen und in den Park rein. In den Park, okay, also möchtest du quasi wieder auf die andere Seite raus.
Genau. Okay, ich gehe aber jetzt den anderen, William. Ja, wollt ihr nicht mitkommen? Ich will ja auch wissen, was da oben ist. Ja, aber ich wollte mir mal hier hinten, also es scheint ein schöner Garten zu sein, mal gucken, was man da so findet. Na gut. Seid ihr nicht neugierig? Ihr solltet nicht alleine gehen, ja, ich gehe mit. Genau. Irgendwie ist William eine ganz schön komische Person, eine linke Bazille irgendwie. Irgendwas ist da nicht ganz koscher an dem Typen. Ich bin die linke Bazille! Ja. Ich hab nicht gesagt, dass Rowan besser ist. Ihr seid beide echt einfach Honey und Nanny der Unterwelt oder was weiß ich, die Schergen des Undertakers. Und dann kommt noch Camilo zu, der einfach alles umbumst. Punkt. Naja. Wir können nur Glück haben, dass Camilo nicht besondere Vorlieben hat. Der hat den Taskul auch schon angemacht, so wie Prokur. Hat er. Also, er würde es nicht ablehnen. Er ist Raya-Geweihter. Er würde es nicht ablehnen. Aber Taskul versteht es halt nur. Ja, aber es wird ihn nicht stören. Dann werden wir gerade, woher kam das noch? Die Anspielung springen. Yeah, Vergewaltigung! Stimmt. Wurde er doch platt. Ja, aus dem Reiter aus dem französischen Ponyhof-Spiel. Ja. Wo er dann so, Vergewaltigung. Ja, und geht's. Die hat so random irgendeinen Typen auf dem Motorrad springt, so, hey, kann ich dich mitnehmen? Ja, das war das eine geilste Sache, wenn er die Folge für den Schwan gucken, ey, die ist so gut. Ist echt so. Was für so ein Spiel für so kleine Mädchen eigentlich echt eine ziemlich gefährliche Message ist. Du gehst irgendwo nach fremden Stadt. Nachts, ja, genau. Ja, aber der Typ sah gut aus und er hatte eine geile Frisur. Und er hat ein Motorrad. Also, und der hat mit Pferden zu tun oder so. War da nicht was oder war das irgendwie ein anderes Spiel? Ja, der war irgendwie der Sohn von dem Farmbesitzer oder so. Ja, aber das kannte sie ja nicht. Das war das Problem. Das war so ein random Typ, der gesagt hat, willst du mal Motorrad mitkommen? Das hat sie gespürt. Ja, die hat andere Dinge auf diesem Motorrad gespürt. Die hat sich ganz sicher gefühlt bei dir. Vibration! Ja. Und schon wieder auf 18. Nun, lass uns zu anderen Dingen spüren, wie etwa dieser Raum hieß. Weil man hat ja auch Französisch gesagt, das hat sie halt, weil sie selber Französin war, das halt, ja, immer. Oh, oui, 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 möchtest du spüren mein Baguette? Vergewaltigung. Ja, derweil, Andi, du kommst im Garten an. Du bist ein bisschen zwar Bäumen, deswegen du siehst jetzt nirgends irgendwo jemanden laufen, weil du bist verdeckt quasi, also du verdeckst dich selbst, dein Blick. Ja, dann würde ich mich halt, also mir wurde ja beschrieben, wo die Schmiede ist. Dann würde ich mich mit dem nächstbesten, auf die nächstbeste Route dorthin bewegen. Ja, dann lauf mal, du bist auf Grundstück. Moment. Der wurde die Schmiede schon richtig gezeigt, dass sie unten ist. Siehst du ja auch. Okay. Du kannst dich bewegen. Die beiden siehst du aber noch nicht. Ja, ja, ist okay. Dann bewege ich mich halt mal so. Dann siehst du zwei Magier, also die sehen für dich aus wie Magier, hier über den Garten schlawenzeln. Und sich so ein bisschen gucken. Die laufen an dir vorbei quasi, weil die bemerken dich anscheinend nicht. Ja, ist sehr gut. Ja, dir fällt hier noch eine kleine Hütte auf, aber die hast du schon mal durch die Mauer gesehen letztes Mal, deswegen. Ja, kennst du die schon? Aber da tigere ich erstmal zur Schmiede. Ja. Ja, die findest du leer vor. Also du kannst reingucken, da ist jemand drin. Da ist niemand drin. Richtig, ist leer. Okay, cool. Dann bleib ich da, verharre ich da für einen Moment und warte da. Moment mal. Nee, mach weiter, dass ich red mit mir selbst. Rechnest du noch? Nicht gut. Ja, ich rechne mit dem Schlimmsten, aber ja. Also ich dachte, du bist mal Rätsel. Okay. Bergmann, du stehst auf der Veranda. Ja. Wo möchtest du hingehen? Du siehst auch die Map. Also du siehst auch von Weitem das, was du hier siehst. Ich sehe auch von Weitem auch das, was ich hier sehe. Ja, man kann hier rüber gucken. Das Einzige, was du nicht siehst, ist die Hütte hier vorne und den Friedhof. Das ist ein bisschen zu abstrakt. Aber du siehst auf jeden Fall das Heckenlabyrinth hier vorne und hier links die Pavillon, weil der auch ziemlich gigantisch ist. Komm, Taskul, lass uns in den Irrgarten gehen. Also das ist wirklich keine gute Idee. Da sollten wir schon mit allen reingehen. Ach, Quatsch. Wer weiß, welches ist da gefährlich drin? Es ist doch jahrelang hier schon keiner mehr gewesen. Vielleicht ist ja sind ja ganz viele wilde Tiere, die wollen uns aufessen. Lass den humpelnden Mann da ruhig alleine reingehen. Was habt ihr eine Waffe? Ja, klar. Könnt ihr mit dieser umgehen? Ja, klar. Dann sehe ich keine Probleme. Können wir nicht lieber woanders hingehen? Zum Beispiel zu dem Teich da drüben? Da kann ich vielleicht. Ja, dann lass uns doch dann zum Pavillon. Okay. Einfach mal schwimmen gehen, ja, das passt.
Ja. Ich sehe es halt kommen, als wenn er einfach durchschwimmen jetzt. Sag mal, du hummelst an drei Leuten vorbei. Moin. Ja, sag gegrüßt. Und die anderen beiden Frauen, die dabei sind, dann so. Ah, was so, ist denn euch passiert, dass ihr humpelt? Ich im Hintern habe. ich habe mir das Bein verstaucht. Ich habe mir das Bein verstaucht. Ja, leider bin ich hier leider kein, es tut mir leid, ich bin leider kein Heilmagier, ich kenne mich damit nicht aus. Wie sind die Magier, wisst ihr? Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ja, ich bin Alchemist, aber ich wüsste jetzt auch, habe leider keinen Trank für sie, tut mir leid. Das kann ich ihnen nur geben, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Man kann bestimmt zusammenarbeiten. Ja, das glaube ich ihnen jetzt nicht. Sie sind auf eigene Dinge hier, ich habe sie schon beobachtet, ihre Gruppe, ich bin ein sehr guter Beobachter. Echt? Ja. Wie viele Leute sind wir denn? Ihr seid... Auf wie vielen Pferden sind wir eingeritten? Das heißt, wie viele Beine sind dann durch dieses Tor geritten, als wir hier ankamen? Ich bin kein Mathematiker. Warte, sein Kopf explodiert. Aber warte, ich rechne. das waren... Lass mich mal kurz nachzählen. Meinen Sie auch Ihre Beine? Oder nur die Pferde? Wie viele Beine sind durch dieses Tor geritten? Das ist die Frage. Also, ihr wart zu acht. Acht. Mit jeweils zwei Beinen, weil die Echse da auf zwei Beinen läuft. Mhm. Ja, also sind da schon mal 16 Beine. Dann hat jedes Pferd vier Beine. Acht Pferde waren dabei. Logischerweise, ihr hattet alle ein Pferd. Oder ein Pony, oder was auch immer. Ist doch scheißegal. Also, eins, zwei, drei, vier pro Pferd. Nochmal mal acht. Ja, da habt ihr das Ergebnis dann. Ihr wisst ja schon. Ja, das Ergebnis da, ne? Tobi, struggelst du gerade? Soll ich dir helfen? Ich struggle nicht tatsächlich. Ich struggle wirklich nicht. Okay. Moment, ich hab den Rechenweg noch nicht verstanden. Ja, der Rechenweg ist doch voll einfach. Das könnte jedes Kind. Ich will nur das Ergebnis nicht sagen, weil ihr solltet euch selber weiterbilden, wisst ihr? Merkt man mal auf. Ach, rechnen Würfel, der wirkt da auch nicht ganz sicher mit, wenn ich ehrlich bin. Ich hab den rechten Weg immer noch nicht. Hä? Du hast gefragt, wie viele Beine auf das Tor geritten sind. Er hat dir gesagt, es sind acht Personen gewesen, mit jeweils zwei Beinen. Plus die Pferde dann halt, nur mit jeweils vier Beinen. Weil die Personenanzahl, weil jedes Person hat ein Pferd. Aber er hat unser Lastpferd vergessen. Das hat er nicht gesehen. Was ein Lappen. Aber ja. Ich bin ein guter Beobachter. Ja. Ich bin ein guter Wort. Ich kenne mich mit Alchemie aus. Kennt ihr euch mit Alchemie aus? Nee, ich kenne mich nur gut mit Feuer aus. Ich hätte jetzt gerne die Lösung vom Beckmann, wenn ich ehrlich bin. Moment, war das nicht Jan? Der auch. Nein, der kennt sich nur mit dem Vergiften von Leuten aus. Durch Feuer. Moment, wir waren... Ja. Moment. So, nicht die Taschenrechner. Nein. Nein. Also, nein. Nein. Soll ich jetzt mit Fingern rechnen oder was? Nein, mit den Füßen. Mann. Das ist. Bruder, das ist. Ich weiß nicht mal, mit wie vielen Leuten ja, wir hier angekommen 48 Beine. Nee, stimmt ja gar nicht. Moment, der kann ja gar nicht. Moment. 2, 4, 6. Moment. 2. Jetzt weiß ich immer, wie meine Lehrer waren, so, die mir dann immer irgendwelche Fragen gestellt haben, aber die mir Moment, dann nicht wir sind nur mit sieben Leuten durchs Tor geritten. Ja, davon mal ganz abgesehen. Hey, was? Ja, mein Pferd ist alleine reingeritten, ohne mich. Ah, scheiße. Das ist natürlich jetzt belastend. Ja, ich wusste das natürlich, dass ihr einen weiteren Pferd haben. Ja, ich bin ein wundervoller Beobachter seid ihr. Da habe ich mich halt verzählt. Hä? Was ist jetzt die Lösung, Beckmann, dann? Ja. Wenn du ein Ehrenmann bist, jetzt kein Taschenrechner. 46. Das hätte ich ja als ohne. Doch, 46 bin ich auch drauf gekommen, aber ich habe keinen Taschenrechner benutzt. Ja, aber es sind 9 Pferde und 7 Personen. Ach ja, ein Pferd haben wir ja vergessen zu zählen. Ja, und die Katze in dem Beutel noch. Hä, die Katze ist schon mitgekommen. Mein Gott, ich ein Pferd vergessen. Ja, dann sind es halt 50.
Ah, und die anderen stehen um ihn, stehen um die beiden wahrscheinlich rum und denken sich auch so einfach, okay. Ja, und ich bin nur eine Jägerin. Ich kann euch leider auch nicht bei den Beinen helfen. Die kann ich rechnen. Ja, ihr habt auf jeden Fall einen wundervollen Beobachter, der behauptet, wir sind zu 8 hier eingeritten. Das finde ich sehr interessant. Ja, er hat ein bisschen Sehschwäche, er ist schon älter. Seht doch mal an, er ist 60. Der Beobachter mit Sehschwäche. Ja, du mal, ich bin ja nicht mal der Jüngste. Die haben eine Gruppenaufteilung wie wir, wo wir Njalma und Torwurf zum Diplomatie geschickt haben. Eins, zwei sind die genauso. Aber so mein junger Herr, wo geht ihr denn eigentlich genau hin? Ich wollte mir mal den Pavillon anschauen. Ja, ein sehr schönes Stück, ja. Kommt aus dem 1000. Jahrhundert vor Bosphara. Mhm. Ja. Wundervolle Architektur, sagen sie. Richtig schöner Stein, können sie ablecken. Mach ich auch immer. Was ist hier eigentlich los, Mann? Was ist hier eigentlich? Ja, ich kenne das ist mein Hobby. Gesteinskunde ist mein Hobby, nachdem ich Alchemie auch gleichzeitig beherrsche. Ja, sehr faszinierend. Da sollten sie sich mal mit unserem Zwerg die Hand geben. Ein Zwerg haben sie dabei? Ja, natürlich wusste ich das. Habe ich ja beobachtet. Die Beobachtungsgaben. Sie sollten sich einen neuen Beobachter holen, der, ich glaube, sein Sehvermögen ist nicht mehr das Beste. Wirklich nicht mehr das Beste. Ja, ich glaube, der könnte dir recht haben. Krass, jetzt hast du ihn auch noch arbeitslos gemacht. Siehste, jetzt bist du doch der größere Arsch als Roan. Solange er immer noch Tränke herstellen kann, ist er immer noch für irgendwas nützlich. Ja, gut, dann möchte ich euch nicht länger stören, Jünger. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, und wenn Sie doch mal auf ein Gespräch vorbeikommen wollen, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, natürlich. Du siehst die Richtung der Reckenlabyrinth tatsächlich verschwinden. Hallo. Ey, Tasko, wollen wir den einfach hinterhergehen? Ich glaube nicht, dass die Lösung für uns finden, wenn du darauf hinaus willst. Darum geht's nicht. Ich will aber wissen, ob die vielleicht in irgendeine Falle rennen und dann einfach da, naja, leichte Beute sind. Ihr seid auch so gut im Schleichen, so mit Krücke und so. William, wartet denn schon mal in einem Labyrinth? Ich war schon mal in einem. Ich kann euch sagen, man kann schwer den Leuten dort folgen, wenn sie um drei verschiedene Ecken rumlaufen. Wir werden uns darin verirren und dann kommen wir nicht mehr raus. Diese Magier, die können vielleicht irgendein Vierlefanzzeug, wo sie den Weg markieren können. Das können wir nicht. Dafür können wir auch das Labyrinth einfach anzünden. Ah, da! Wenn wir uns verlaufen und nicht mal rausfinden sollten. Ja, aber dann verbrennst du auch, aber... Nein, lass ihn bitte. Wirklich, ich dachte, es kann aber nicht mehr gesteigert werden. Also ja, das ist halt so ein Nebenprodukt. Das ist halt dann das Problem von dem Moment, von dem William, wenn das anzündet, ja? Also, damit ich schon alleine reingehe, ich gehe nicht ohne die anderen in das Labyrinth. Da bin ich ganz ehrlich mit dir. Ja, komm, mit dann dir. Gehen wir jetzt. Gehen wir ein Pavillon. Vielleicht hören wir ja gleich einen von denen ganz laut schreien. Gut, wenn ihr zum Pavillon geht, kommen die anderen oben gerade. Ja, sind die mehr noch am Gucken. Wollte ich in diese Tür laufen? Hier, also, wenn hier nichts Interessantes mehr ist, irgendwie, fällt mir alles nochmal angucken. Also, du willst den Edelstein anfassen. Nö, der wurde wahrscheinlich schon angefummelt. War noch keinen von euch. Ich beide, mir ist das nicht ganz geheuer. Ja, okay. Ja, euer Ehrlichkeitsbuff ist übrigens jetzt vorbei. Für alle. Okay. Gott sei Dank. Ich gehe zu dieser Tür hier. So, dann mach sie auf. Albako. Bam. Man kann auch rechts quasi weiterlaufen. Nee, danke. Ich mache wieder zu und gehe weiter. Ja, Lars, du bist halt auch dran, ne? Zeig gleich, ihr seid ja eine Gruppe. Und ich gucke mich auch währenddessen dauerhaft im Raum genauer um, ne? Also das... Ja. Ja, hier ist so ein hübscher Teppich, der muft ein bisschen, da ist eine Sitzecke. Zum Glück ist William nicht hier, sonst würde den auch noch ausschleppen, ey. Ich gehe weiter und gucke... Oh, cool, bleib mir! Ja, ich hänge... Mein Foundry hängt. Okay, ich zieh euch. Ja, ein Stückchen, ich bin gleich da. Ja, ich mach diese Tür hier auf. Ein Raum ohne Nummer.
Ah, sind das wieder diese Gästezimmer? Ja, also ein Gästezimmer zumindest jetzt hier. Okay, und dann sieht die Eingangstür der Gänge nach unten gleich aus? Nö, sind verschiedene Türen. Okay, dann. Können auch andere Sachen sein, man weiß es nicht. Ich sehe meine Spielfigur nicht. Bei Lars dann guck ich echt am meisten rum von uns allen. Ja. Einmal Tür auf. Geht nicht auf. Bei mir schon, bei mir ist geht, es auf. Geht auf, ja. Oh, ein Doppelzimmer. Auch ein Gästezimmer. Nein. Ein Kinderzimmer. Oh Gott. Aus echten Kindern. Ursprünglich für jene Kinder errichtet, die Strobanow nie haben sollte, kamen in diesen Kinderzimmern entweder weitere Gäste oder aber tatsächlich Kinder unter. Ich guck mich um, und wenn nichts interessant. Also ich würde mich umgucken, so aber ich glaube nicht. Das sind halt so Stockbetten. Ja, ob die irgendein Versteck hatten, weil er versteckte hier. Also kann ja sein, dass hier was ist, wenn ich gehe raus und gehe zur nächsten Tür. Aber ich würde trotzdem einmal grob gucken. Vielleicht hat er Kinder versteckt. Sonst ist hier nichts. Ja, okay. Nichts. Ja, nächste Tür. Ah, da bin ich, Gorbi. Ah. Na, sehr gut. Ja, ich. Helena, ja, ich gehe mal Gang nach runter. Ja, ich guck mal hier. So, abgeschlossen, ne? Du rüttelst dran, geht die Tür geht nicht auf. Bisschen auf, wie William das unten gemacht hat. Ja, aber die Tür sieht ein bisschen besser aus als die unten. Ah. Nehmt doch einfach mal eure Axt. Wie sieht die Tür aus? Also, ist die. Die wirkt sehr edel. Krass. Aus gutem Holz. Hat ein Schloss. Deswegen wohl abgeschlossen. Moment, ich muss mal gerade was prüfen, weil ich gerade irgendwie etwas geistesabwesend war. Ich renne mal schnell hier hin. Die Tür geht auch nicht auf das Absicht. Hier bei der Balkon, ne? Ja. Die Tür ist auch abgesperrt, ist auch bei dir. Mhm. Dann gucke ich erstmal in die Toilette. Ja. Ich nutze die Chance, die Jungs sind gerade allein Spaß. Ja, mach doch. Dann gehe ich zuerst mal zu den anderen und warte. Ja, Gorbi, also. Ich beobachte das. Wir wollen da schon rein, oder? Abgeschlossen bedeutet, da muss was hinter sein, was von Wert ist. Ja, nicht immer, aber ja, kann sein. Ja, sehen wir mal nach. Ich hole meine Brechstange raus und setze sie direkt an. Ja, dann mal Kraftakt. Erschwert um 2 immer noch. Fail! Nice. Ja, Brecheisen könnte ich aber abbrechen, deswegen. Bogen, vielleicht. Gute Idee. Herr Zwerg, Sie haben doch eine Axt und das ist aus Holz. Die Axt ist der natürliche Feind des Holzes. Also aber draufhauen, Herr Tellner, damit. Ja, in eurer Welt vielleicht, aber also meine Axt ist zum Fällen von Feinden und nicht von Holz. Die Tür hindert uns gerade am Weiterkommen, also ist es quasi unser Feind. Ich möchte mit auf Logik würfeln. Das erscheint mir relativ logisch, ja. Das ist eine Metapher, Prokur. Es geht metaphorisch darum, dass es ein Feind ist. Komm, es hat geklappt. Also es geht metaphorisch um Feind oder Leben. Tod? Ja, das ist eine da könnten neokulinarische Früchte hinter sein. Jetzt mach die Tür auf. Bitte. Ich hab bitte gesagt. Es wäre dann eine Attacke gegen die Tür, Lars. Du musst auf die Strukturpunkte der Tür kommen, damit du sie aufkriegst. Oh, ja. Du musst Damage machen quasi. Und da die Tür nicht abwehren kann, musst du halt nur gucken, ob du triffst. Wenn du triffst, kannst du Damage machen. Weil die Tür kann nicht treffen. Ich treff die Tür nicht. Ja, das Treffen ist aber erleichtert, oder? Erleichtert um 3. Sind wir noch eine Tür? Wee! Daneben geschlagen. Mann, Brokkur, habt ihr was getrunken? Nicht genug auf jeden Fall. Haben wir Mühe 7? Erleichtert, du hast dich erschwert und dann hast du Wuffschlag drauf gemacht. Ja, Wuchtschlag wollte ich machen, aber ich hab's mir erschwert statt erleichtert, ja. Wird's dann passen, okay, wenn du die 3 wieder addierst? Ich bin besoffen. Ja, dann wird's passen. Wenn du die 3 abziehst, dann passt's. Ja, dann hätte ich gegen 11 würfeln müssen, ja. Ja, okay, dann machen wir Damage. Wuchtschlag mit inbegriffen. Ist ja. Du hast dir um 4 erschwert, also machst du jetzt. Ja, mehr Schaden.
Vielleicht stehen wir aber selbst drauf. Und zwei pro Stufe. Also, warte. Ja, erstmal würfeln, dann kommt der Wuchtschlag-Bonus drauf. Wuchtschlag macht er auch automatisch, glaube ich. Nicht, wenn du kein Ziel hast. Ah, stimmt, wow. Ja. Ja, und jetzt kommt Wuchtschlag drauf. Ja, du hast es jetzt ja um 4 erschwert. Warte mal, hast du doch Wuchtschlag nicht auf 4. Nee, aber auf 2. Also ist 2, 4, 6. Achso, ja, da steht. Ja, ich bin so blöd. Ja, du hast recht. Ja, also 2 der Stufe. 2, 2, also 9. 9 Damage. Ja, war ein schlechter D6-Wurf. 9 Damage kriegst du die Tür noch nicht mit auf. Du hast jetzt ein bisschen angespittet. Ja, plus 4 kriegt er. Er kriegt das Schwert um 4 und bei 1 kriegt er Schwert um 2 und 2 mehr Schaden und bei 4 macht er 4 Schaden mehr. Genau. 9, habe ich ja gesagt. Okay. 5 plus 4, ach, ja. Ah, ich bin dumm. Ich dachte, ach. Aber 9 reicht nicht, um die Tür kaputt zu machen, weil die mehr Strukturpunkte hat. Darum geht's. Ja, dann hau nochmal zu. Kannst du es ein paar Mal machen. Okay. Weil ihr seid nicht im Kampf. Normal, wenn es im Kampf wäre, würde es halt immer eine Kampfrunde kosten, auf die Tür einzuschlagen. Aber die Tür ist ein Objekt, die Tür kämpft nicht. Kann ich das auch mit dem Tresor machen? In PC-Rollenspielen würde jetzt trotzdem die Kampfmusik laufen. Ja, kann ich das jetzt auch mit dem Tresor machen, bitte? Ja, da geht es leider nicht. So. Ach, dann wieder ein. Ja, der ist aus fettem Metall, Alter. Du kannst mit der keine Axt Metall schlagen. Egal, Digga. Oh, wow. Andi ist beschäftigt. Ah, guck, da hat er jetzt direkt Damage ausgewürfelt. Da steht auch 16. Vor allem auch mal Rüstungswert vom Metall immer so, wie du stehen machst, mal so ping, ping. 16 Schaden, ja, die Tür ist plus die 9 von gerade eben, die Tür ist auf. Hä, wie kommt ihr denn auf 16 Schaden? Wie kann ich denn 16 Schaden? Hau mal drüber. Wurf 3, plus Waffenmodifikator, plus Wuchtschlag, plus die Schadensschwelle der Tür. Okay. Die Schadensschwelle ist gleichzeitig die Erleichterung, die du selbst eingegeben hast, das Händische. Ja, ja, dann ja. Dann ist broken. Ja. Auf hier, ja. Auf hier. Ja, ganz kurze Frage, Andi. Du hast das Seil wahrscheinlich logischerweise mitgenommen, nix da hängen lassen, ne? Was hab ich da, wo, wen? Ob du das Seil an dem Balkon hast hängen lassen, als du unerklärt bist. Das nehme ich natürlich mit. Ja, das hat mich gewundert. Ich wollte nur fragen. Weil dann würden sie das Seil schon hängen sehen. Ansonsten, ja. Ja, ihr geht rein. Es ist ein Schlafzimmer mit Ankleideraum vorher. Sehr edel. Das Bett ist allerdings so ein bisschen mitgenommen schon aus. Ja, Bilder. Es gibt einen Schreibtisch. Ja, ich guck mich im Schreibtisch um. Ist komplett leer. Da steht aber noch einer von den Edelsteinen auf dem Schreibtisch drauf. Aber du guckst die Schubladen durch, ist nix. Die sind geöffnet, ne? Also er hat die ja nicht wieder zugemacht. Also sehe ich, dass sie geöffnet sind. Nee, ich hätte die geöffnet gelassen. Ja, dann siehst du, dass sie offen sind. Da hat wohl jemand gesucht. Meint ihr, Rowan ist hier durchgekommen und hat sie hinter sich abgeschlossen? Keine Ahnung, die Tür war abgeschlossen, man weiß nicht. Das halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben, also. Ich glaube jetzt nicht, dass der sowas machen würde. Okay. Ja, habt recht, das wäre schon eine Nummer zu hart. Es wäre schon, also er weiß ja, dass wir auch unterwegs sind im Schloss und hier Sachen suchen. Das wäre ja ziemlich blöde irgendwie von ihm, wenn er hinter sich wieder abschließt. Ich guck trotzdem nochmal durch. Ich würde, wenn es ein edles Schlafzimmer ist, trotzdem. Ich weiß ja, dass er dich mit edlen Sachen nicht so auskennt und guck mich um. Ich würde mich vollständig auch umgucken, weil ich gehe auch davon aus, dass hier noch niemand war, da die Tür abgeschlossen ist. Ich bin fair, ich würfel auf Etikette, aber ich habe mir in jedem Zimmer die Bilder angeguckt. Also selbst wenn hinter dem das Bild, wo der Tresor hängt, ist auch nur ganz normales, ein edles Motiv. Halt. Ich meine, das hang halt nur schief. Landschaftsmotiv. Ja. Aber fair point, ich müsste das genauso wissen wie er, deswegen würde ich zumindest drauf würfeln, weil ich gerne kann ich es auch skippen, aber macht halt Sinn. Ich habe mir bisher jedes Bild angeguckt und untersucht, dann macht es auch Sinn, dass ich mir die Bilder untersuche. Ich habe auch in der Bibliothek und im Esszimmer alle Bilder einzeln angeguckt. Ja, das ist dann natürlich eher Sinnesschärfe. Weil es kannst ja jedes Bild hier theoretisch im Raum abhängen. Ja. Ich wühle ein bisschen in den Schreibtischen und so und such nach irgendwas Sinnvollem. Ich hätte auch nochmal Etikette gewürfelt gerne. Also wenn du beides willst, kann ich das auch machen. Genau. Ja. Ja. Studierzimmer,
haben reiche Leute oft mal was hinter welchem Willen hängen. Ja, ja. Ja, du, also ich würde mir das Bild genauer angucken. Wenn du die Bilder aufmachst, also abhängst, findest du es ja dann. Also. Ja, ich hab's ja zumindest immer nach Unterschrift, deswegen muss man ja den Dingsbums abmachen. Ein Tresor! Punkt. Ein Tresor? Tresor. Etwas, wo man Sachen drin versteckt. Ach so. Das sehe ich mir doch mal an. Also Lars, du bist zwar nur ein Metallschmied und Söldner und kein Feinmechaniker-Zwerg, aber man erkennt es schon, selbst als Nicht-Schmied-Zwerg erkennt man, also wenn du ein Nicht-Schmied-Zwerg wärst, würdest du auf jeden Fall erkennen, dass es schwergische Macher alles spätestens als du Regolan-Runen am Rand erkennst, die beiden Brüder, die das Ding hier gemacht haben, benennt, nämlich Argash und Irgash. Würde ich laut vorlesen und überlegen, ob ich die Namen schon mal gehört habe. Würfel mal auf Geisenweisen. Geisenweisen. Sind die so viel in Geisen unterwegs? Oder Menschen kennen. Ja, Geisenweisen sind ja auch Leute, kennst, aber bei dir wird es auch Sinn mal auf Etikette, weil die halt schon auch bekannt bei den Zwergen als reiche Bolzen sind. Also eins von beiden. Okay. Ich würde es mir auch durchlesen und angucken. Und überlegen, aber vermutlich bei mir nicht. Ich nehme an, die sind nicht aus meiner Heimatstadt, nein, sonst würde ich noch meine Ortskenntnisse drin nehmen. Die sind aus einer Menschenstadt, deswegen ist schwer. Sind die aus dem Horasreich? Dann könnte ich die kennen. Warte mal, Pudin war, glaube ich, Mittelreich. Pudin ist nicht genau, warte. Dieser Pudin. Ich weiß auch nicht auf Anhieb immer jede Stadt, wo die ist, aus Meister, also bin ich ehrlich. Warte. Almada, Almada, da war ich, war sie aber schon. Almada ist Mittelreich, ja. Fürstum also Amada. Warte, ich guck mal kurz was. Weil sind das nicht diese kleinen Hauptstadt. Wesen, die Kutschen zerbeißen? Almada. Almada. Oh. Sie war 4 Jahre in Punin, also. Ja, dann kannst du ruhig mal auf Etikette wissen, bei dir aber schwer, du 4, weil es nur um 2 geht. Jo. Um 4. Ja, Argash und Irgash sind 2 Brüder, die in Punin die sichersten Stahlschränke Aventuriens machen. Angeblich unknackbar, wenn man die Kombination nicht kennt. Argash und? Irgash. Argash und ihr Zwillinge. Gash. Die berühmten Zwergenzwillinge, die unknackbare Tresore bauten. Hier. Also die gibt es sehr selten. Also wenn sie mal einen bauen, dann ist der übelst schwer zu knacken. Man kann ihn nicht mit Gewalt irgendwie zerstören oder sonst irgendwas. Man kann ihn nicht mal andellen, weil es ist sogar aus Kobalt gemacht, dieser Tresor. Koschbasalt, um genau zu sein. Also Koschbasalt, ne? Das ist das Mittel, was auch theoretisch Splitter aufhalten kann. Ja, weiß ich. Ich guck den Zwerg an und sag, könnt ihr schmecken, aus welchem Metall der ist? Also ist sogar magieresistent. Möchte ich damit sagen. Da muss ich nicht mal dran lecken, das weiß ich doch sofort. Aber ihr kennt Rogash und Obash. Irgash und Argash. Ja. Das ist ja höchst interessant. Also, in der Metallbearbeitung ist Lars, weißt du genau, es ist ein Stahlschrank mit Kochspalsalz verstärkt. Ja, also genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Deswegen wollte ich gerade die Metallbearbeitung Probe noch machen, dass wir auch das Wissen haben. Und was Kochspalsalz bringt, da müsst ihr, also Kochspalsalz, damit ihr wisst, dass es Magie abwehren ist, müsst ihr sie Magiekunde würfeln. Ja, das weiß man nicht automatisch. Nur weil man Stein kennt, weiß man nicht automatisch, dass es Magie ist, weil man ist ja kein Zauberer dann und weiß das nicht. Keine Ahnung. Ja, also ich sag mal, wenn man sich mit Metallen auseinandersetzt, weiß man wahrscheinlich auch, dass es magische Metalle gibt, aber als Zwerg beschäftigt man sich eh nicht damit. Das ist, das ist Zauberei ja eh nicht so angesehen, wenn Zwerg. Genau. Wie gesagt, in meiner Heimat. Weil ihr mal ein Bild von dem hübschen Tresor wollt. Ich habe den nur beschrieben, aber ich habe eigentlich auch ein Bild hier. Also. Ja, gerne. Mhm. Herr Zwerg, in meiner Heimat ist alles voll mit Zwergen. Eine meiner Teile meiner besten Freunde waren Zwerge. Die waren hervorragende Handwerker, ich hole aus meiner Tasche etwas heraus und zeige ihnen das, zum Beispiel das hier, vermute ich. Und ich zeige ihr ein Winseiter-Ei. Ich lecke dran. Sehr wertvoll. Also sehr wertvoll, das könnt ihr mal glauben, du. Ja, das ist eine Art Taschenuhr. Sie fast auf die Sekunde genau kann man hiermit die Uhrzeit bestimmen.
Ja, sehr toll, damit könnt ihr den Meister bestimmt richtig in den Wahnsinn treiben. Ja, genau. Also wenn, wenn wir jetzt annehmen würden, wir wären in einem Pen and Paper, dann wird das den richtig nerven. Oh, frag doch mal laut in den Raum, wie viel Uhr wir haben. Nein. Andi, falls du noch im Nachhinein auch mal schauen willst, wie der aussieht, ihr habt jetzt alle drei Zugriff auf das Journal Tresor und dann seht ihr ein Bild von ihm. Ich bin eher interessiert, was jetzt aus der angeleckten Uhr wird. Wie gesagt, das habe ich einmal von einem Art Fan geschenkt bekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Zwerge dafür verantwortlich sind, denn wir haben viele Mechanikusse bei uns, viele unserer Mechaniker im Sinne von Wasserbeförderung und so weiter sind von Zwergen geschaffen, auch in der Universität viele Dinge. Ja, es gibt ja auch niemanden, der das besser könnte, das könnt ihr wohl wissen. Das bestreite ich nicht, also ihr seid da mit euren handwerklichen Geschick bisher unübertroffen. Durchaus, durchaus. Aber das ist in dem Moment unser Grab, weil hier werden wir niemals reinkommen. Das vermute ich auch. Habt ihr Bild gesehen? Gut. Ja. Außer wir speien Feuer auf das Schloss wie diese Drachen hier auf dem Bild. Ich vermute, es geht nur rein mit der Lösung und die Lösung muss hier irgendwo im Schloss sein. Hier muss sich was enthalten sein, was uns wahrscheinlich sehr viel weiterhelfen kann. Nur mal für alle, die, ja, also, die es nur hören, also das ist so, da sind Drachen drauf, die Feuerspeien und halt ganz viele zwergische Runen aus dem Runen. Ja. Kann man anhand der Runen noch irgendwas genaueres erkennen? Wahrscheinlich nicht, außer hier Schutzrunen, hey, geh weg. Da steht halt nur, das wurde gebaut von Igash und Agash, den Zwergenbrüdern und hey, geh weg, das ist ein Tresor. Und ja, wage dich, den Tresor zu öffnen und so in der Art. Mhm. Ja, da lasst uns weitergehen. Da unten war noch eine weitere Tür, dessen die wahrscheinlich höchstwahrscheinlich gerne Bekanntschaft mit eurer Axt machen würde. Ja, also irgendwo wird er bestimmt irgendeinen Hinweis auf die Kombination zu dem Tresor hier haben, aber auf konventionellen Wege werden wir den nicht aufbekommen. Das aber weiß ich. Habt ihr unterwegs irgendwie Ron gesehen? Weil wenn man unten ist eine Sackgasse, hier oben war abgeschlossen. Wo ist er hin? Nein, einen von den Räumen hier, vermutlich. Ja, aber wie gesagt, diese sind ja abgeschlossen. Also wir haben noch einen Raum, die drei Räume auf der linken Seite, der inneren Seite sind Gästezimmer und ein Kinderzimmer und die Toilette. Ich wäre ein perfekter Mörder, stelle ich gerade fest. Einfach fucking lost as fuck. Ja, ihr habt recht. Irgendwie hat er sich in Luft aufgelöst. Ja, aber habt ihr eine Ahnung? Habt ihr was von ihm gesehen? Versteckt er sich vielleicht hinter diesem Sofa? Nein. Schaut mal da, Beine! Vielleicht war er auch gar nicht hier, sondern hat sich irgendwo anders hin verkrümelt. Aber er hat ja gesagt, er würde hier. Ja, also da ist noch ein der könnte auf den Balkon gesprungen sein. So eine Option. Aber das würde hier heißen, dass er hinter sich abgeschlossen hat. Ja, ich meine, schon in den Raum, der kann ja auch über den großen Balkon gesprungen sein. Aber dann hätten wir ihn gesehen, der. Auf den Innenhof. Vielleicht wurde er auch von den wilden Lachs gefressen. Ein wilder Lachs? Haben wir nicht einen Treffpunkt aufgemacht? Vielleicht war der ja da. Da sind wir ja dran vorbeigegangen am Treffpunkt. Und den hätten wir sehen müssen. Ah, okay, ja. Ah. Wir hätten ausgemacht, dass ihr zur Schmiede geht und wir uns da treffen und im Zweifel dann vorne am Eingang treffen. Ja, aber wir hätten das ja gesehen, wärst du rausgekommen. Das Witzige ist nur, dass weil wir schön aneinander vorbeigeredet haben, weil mir wird jetzt erst klar, dass Rowan meinte den Eingang vorne an dem Anwesen und ihr den Eingang da vorne meint. Ja, weshalb ich gleich woanders hingehen werde. Ist das dumm? Ich habe den Unterschied immer noch nicht verstanden. Ja, das Anwesen hat ja hier vorne irgendwo den Eingang, also so im Süden des Ganzen. Und Geländeeingang, da, wo ihr reingekommen seid, genau. Ach so, das Eingangstor des Geländes. Genau, genau. Ah. Ja. Weil ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir hier heimlich unterwegs sind und nicht unbedingt mit den Leuten hier zusammen Party machen. So too late. Fünfmal schon gesehen. Hallo gesagt. Ja, nee, mich hat noch keiner von denen hier gesehen, deswegen. Und ich bin auch im Moment darauf bedacht, das nicht so. Ja, Andi, mal ganz kurz zu dir. Die wird langsam gerade langweilig, weil die kommen nicht. Ja, richtig. Ja. Dann würde ich jetzt mich so in Richtung des Eingangs, also des Anwesen-Eingangs bewegen. Also des aufgesprengten Tores, okay. Ja. Genau. Also weiß ja noch nicht, dass es aufgesprengt ist, stimmt, ja. Ja. Das hätte ich wirklich in keiner Welt gedacht, dass du das meinst, wirklich. Also wirklich, ich habe original daran gedacht.
Ich nicht. Weil ich keinen anderen Eingang bisher gesehen habe, hätte ich jetzt darauf getippt. Ich meinte den Schlosseingang, also das wäre mein Gedanke. Andi, beim Laufen zum Eingang des Grundstückes fällt dir noch eine seltsame Person auf. Mhm. Die passt irgendwie nicht zu den anderen Magiern, die du bis jetzt gesehen hast. Die läuft hier gerade in den Wald hier hinten. Du hast gerade Sichtlinie drauf. Das ist ein Typ im Kapuzeumhang mit so einem Stab und der verschwindet da gerade im Wald. Okay, dann ist jetzt Stealth Mode und also der hat sehr großen Vorsprung vor dir, ne? Der ist schon hier verschwunden. Wollen wir alle mal Hannes ehren? Okay, alle dann guck ich gleichzeitig. Mal. Okay. 3, 2, 1. Trüde! Trüde! dann, wenn dem so ist, gucke ich mich nur um, ob mich irgendeiner sehen könnte gerade. Du siehst halt die Zeltlager, was du bis jetzt auch noch nicht gesehen hast, das erste Mal, dass du es siehst. Die Zeltlager von den Magiern und die Zeltlager von den Draconitern hier unten im Süden. Aber du siehst da jetzt keine Person und du hörst jetzt gerade, als so ein Fenster vorbeiläufst von dem Gebäude hier, so stöhnen durchs Fenster. Am 18 Content. Behalte ich mal im Hinterkopf, aber ich bewege mich dann schneller und laut dann hier so lang, weil ich dann jetzt da unten in die Richtung möchte, wo ich den Typen gesehen habe. Ja, du kommst irgendwann in das Waldstück, wo du ihn zuletzt gesehen hast. Mhm. Und da ist ja dicht der Wald, alles bewachsen. Die fällt aber auf, dass da ein Loch in der Mauer ist und was komplett mit Wurzeln wirklich auseinandergebrochen wurde. Also nicht irgendwie verfallen, also es wurde auseinandergebrochen. Und ja, du siehst ihn nirgends. Kann eigentlich schon daraus verschwunden sein, weil der Rest des Geländes ist ja mit Mauer. Ja, dann gehe ich mal da durch und halte mal Ausschau. Ja, dann bist du jetzt quasi außerhalb wieder der Map und im Wald. Mhm. Ja. Du siehst ihn aber jetzt nirgends und hörst noch nicht. Ich bin zwar jetzt nicht gut da drin, aber ich will trotzdem mal gucken, ob ich irgendwelche Spuren entdecken kann. Okay, dann würfel mal auf Pferden zu. Die führen tatsächlich gen Norden, also scheinbar an der Mauer entlang. Allerdings ist der Vergleich zur anderen Seite, wo du unterwegs warst, hier komplett alles zugewuchert. Das heißt, du kommst hier sehr schwer voran. Was dir komisch vorkommt, weil die Spuren, die führen da mitten in einfach Enden vor so einem richtig fetten Gebüsch. Und der Typ, der ist anscheinend auch reingelaufen, der musste sich hier nicht durchschlagen, aber du siehst, du kommst da einfach nicht so kommst du aber nicht da durch. Okay, das wäre nämlich das, was ich auch gefragt hätte, dass man ja irgendwo hätte durchkommen müssen, aber okay. Dann ist es sehr eigenartig, dann lasse ich das an der Stelle. Gut, dann, ja. Ja, aber die Person sah ja auch von Weitem her sehr mysteriös auf jeden Fall aus. Konnte halt kein Gesicht sehen und so, klar. Mhm. War ja Rücken zu. Faron? Das war wahrscheinlich Faron, ja. ich gehe dann wieder zurück. Erst einmal nach da oben. Ja, ich gebe dir mal kurz so eine Beschreibung des Reitplatzes. Ein großzügiger Übungsplatz für Reitpferde finden sich in den Stellen in Weiden und boten die Möglichkeit, junge Pferde an Reitmanöver zu gewöhnen. Insbesondere an diejenigen, die für eine Jagd nötig waren. Umgeben von einem gut zwei Schritt hohen, stabilen Zaun. Mhm. So, was ich mal gesagt habe. Ja, dann höre ich nur das Gestöhn da drin. Ja. Ich versuche halt auszumachen, ob ich das Gestöhn da drin. Das hört sich weiblich an. Von der Stimmenlage her hören. Ob ich das zuordnen kann zu jemandem. Nö, also das Weibliche nicht. Okay. Das Männliche wahrscheinlich. Ist die Frage, ob ich das Männliche verstehe und ob ich es zuhören kann. Dürfte ich drauf würfeln? Ja. Ist die Frage, ob er überhaupt schon so weit ist, dass er schon stöhnt. Also der ist ja noch ganz am Anfang wahrscheinlich. Naja, er ist ja schon ein paar Stunden. Ach so, ja. Du kannst auf Klugheit, auf Intuition, auf eine Eigenschaft ruhig. Okay. Na gut, er ist ja ein Gentleman, er will ja die Frau mit ins Boot holen, da wird er ja schon ein paar Töne von sich geben. Ja, das ist Camillo-Ron. Ja, aber ich sag mal, vielleicht ist sein Mund halt gerade anderweitig beschäftigt. Ja, dann. Jetzt kommt er. Suche ich jetzt nach einem Weg. Das hört dir vielleicht Kinder zu. Was suchst du, Andi? Dann suche ich jetzt nach einem Weg, in diesen Stall zu gelangen. Alles klar. Dann laufst du ins Gebäude rum, da steht Faron vor der Tür. Okay, ja. Faron? Hallo. Hi. Er guckt ein bisschen lose in die Luft. Sag mal, wo ist Camillo?
Ach, der hat da drin Spaß. Ich sollte eigentlich schon so Sachen aufpassen, jetzt hat er sie anderweitig beschäftigt. Jetzt passe ich auf die Sachen auf. Okay, ja, dann... Ihr habt nicht zufällig so eine Art irgendetwas, womit man besser hören kann, oder? Nee, leider nicht. Auch nicht meine Art von Magie. Ja, dann könnt ihr mir gerade leider nicht helfen. Ich werd mal Camillo fragen. Ich geh rein. Ich knall einfach die Tür auf. Ja, und ein Frauenschrei ertönt. Ha, Ron, guten kurz. Tag. Ganz kurz. Camillo. Wollt ihr mitmachen? Nein, aber ich hab da was ganz Interessantes entdeckt. Ich mach die Tür hinter mir zu. What the fuck? Ja, also die weibliche Dame hier im Raum tut auf jeden Fall sich erstmal bedecken. Ja, yeah, ist okay. Ich lass euch gleich in Ruhe, ich muss nur kurz mit ihm quatschen. Du, Camillo, ich hab was entdeckt. Hast du irgendwas, womit man ein Safe knacken kann? Ein Stethoskop. Nee, leider nicht. Ihr seid ja eigentlich der Verdammt! Der dafür geeignet. Ich hab nicht damit gerechnet, hier alsbald auf einen Safe zu stoßen. Da solltet ihr euch vielleicht mal, wenn wir dir zurück sind in der Stadt, dort vielleicht bei unserem Healer was besorgen. Ja, dann bin ich aber schon zurück in der Stadt und bis dahin hat der komische Sohn hier den gesamten Safe schon aufgesprengt, wenn er den entdeckt. Ja, das ist scheiße. Macht man da jetzt? Vielleicht den Zwergen fragen. Ne, ich muss mir irgendwas ausdenken. Na dann. Wir haben keine Lösung. Noch viel keinen Spaß. Ansatz. Ich gehe raus und schließe die Tür wieder hinter mir. Ja, komm, hier war die ganze nackt. Ja. Mach das halt weiter. Ja. Ich bleibe hier. Du wartest also ab. Ja, die werden bestimmt hier hinkommen, wenn die irgendwas. Ja, es ist übrigens bei dir, also jetzt, weil du gerade draußen bist, Andi und auch Beckmann. Ihr beide merkt auf jeden Fall, dass es. Also ja, in der Menge des Rinnen eigentlich auch. Man hat ja Fenster. Dass es langsam dunkel wird. Ich glaube nicht, wenn man aktiv drauf achtet, dass man das bemerkt, aber. Ja, da wollte ich aber nicht sein, merke ich es nicht. Du siehst, wie es dunkler wird. Doch, das siehst du. Das stimmt. Auch wenn du nicht aktiv drauf achtest. Ja, ich habe gerade die echte Welt mit ist es Licht an verwechselt. So. Ja, aber es wird langsam dunkel, es scheint Abend zu sein. Okay. Übrigens, als ihr euch gerade die drinnen, ich mache aber so, ihr drinnen schaut auf Sinsel der Ei und es zeigt halt 18 Uhr. Ist es nicht Sommer? Ja, aber das hat doch mit der Uhrzeit nichts zu tun. Ja, aber es wird um 18 Uhr im Sommer dunkel, also nur zum Verständnis. Nö, aber auf jeden Fall, ich habe ja nicht gesagt, dass es stockfinster ist. Es ist halt dunkel. Okay, ich war gerade so, oh es Gott. Ist doch nicht auch mal stockfinster, nein. Ist nicht ja, eben, das war meine Angst gerade. Das ist aber dämmerisch jetzt schon. Es fängt an dämmerisch zu sein. Der kickt wieder Realismus hören, weißt du? Nee, da kickt, oh Gott, es wird gruselig dunkel, sind wir auf einer Bäreninsel. Ja. Ja, okay, Beckmann ist dran. Ja, was ist denn diesem Pavillon? Was sehe ich? Pavillons sind dir aus dem üblichen Feld bekannt, da warst du noch nie, aber egal. Aber bislang habt ihr keinen gesehen hier in einem solch erbärmlichen Zustand wie dieser hier. Die Farbe plättert ab, einige Teile des Geländes sind herausgebrochen und Tiere haben ihre Spuren im Inneren des Pavillons hinterlassen. Wahrlich kein Ort mehr, der zum Müßiggang einlädt. Okay. Ja. Der Pavillon hat sogar Fensterläden und eine verschießbare Tür. Das ist besonders. Aber sonst siehst du hier nichts, Beckmann. Aber du hast damals ja auch das Bild angeschaut, letzte Woche. Mal kurz, wo die Dudes da drauf zu sehen waren. Also es muss hier gemalt, also quasi perspektivisch fällt dir jetzt aber auf, passt es eigentlich null. Aber das Bild zeigt quasi diesen Pavillon, wo du jetzt stehst. Mit den drei Leuten drauf. Hast du uns wirklich ein Bild oder war das einfach nur... Das war wirklich ein Bild, du kannst es dir auch nochmal angucken. Der Pavillon stand irgendwann woanders.
Schlosskönig-Bild heißt es im Journal. Ah. Und da fällt ja auf das perspektivische Null, weil da ist das Schloss zu sehen, vom Pavillon aus, und das Labyrinth, was darunter liegt, was aber gar nicht sein kann, weil das Labyrinth links von dir liegt. Also es ist ein Bild, was gefaked quasi, so gesehen. Also das Bild passt nicht zur Realität. Zumindest wenn das jetzt wirklich ein Originalbild von hier gemalt ist. Ist nicht identisch. Also, weil der zeigt ja, da ja auch... Das kann aber auch nicht der Pavillon sein, weil du den Pavillon hast du ja ganz anders beschrieben als das, was man auf dem Bild so sieht, ne? Ja, aber das vorne nicht halt. Das ist vielleicht ein... Ja, das ist vielleicht ein Lore-Fehler im Abenteuer. Das kann sein, Beckmann. Aber das soll der Pavillon sein. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich würde mich nochmal genau umschauen, ob man irgendwas, ob mir irgendwas speziell jetzt in diesem Pavillon auffällt. Keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, dass man... Aus was ist der gemacht? Aus Holz? Oder aus einer Mischung aus was ist der gemacht? Marmor. Aus Stein und Holz. Also unten der Boden ist halt massiv. Ein paar der Säulen sind auch massiv aus Stein, aber der Rest ist aus Holz. Das blättert da auch die Farbe ab. Die Sachen haben jetzt keine speziellen Gravuren oder so? Nein, nein. Das ist einfach nur hübsch sein. Oder war mal hübsch. Du kannst von hier aus aber wenn wir auch auf den Teich da unten gucken. Also ein bisschen höher stehst du jetzt schon. Quasi. Aber man kann jetzt von hier aus auch nicht... Mal in Richtung Irrgarten. Sehe ich da irgendetwas, was mir verdächtig vorkommt? Nö, da ist ein Irrgarten. Aber das ist jetzt nicht so. Also es ist kein Pavillon, der jetzt übelst hoch steht, sodass du jetzt über den Irrgarten gucken könntest. Nein. Er liegt zwar auf dem Hügel, aber du kannst das fällt nur von Weitem auch schon auf, der Irrgarten extrem zu verwachsen. Also von hier fällt das sehr deutlich auf. Das heißt, wenn man mal irgendwann drüber gucken konnte, dann geht es jetzt nicht mehr, weil es überwachsen ist. Also sehr verwildert, scheinbar. Okay. Gut. Wenn der Pavillon mir nichts bringt, gerade, würde ich wieder gehen. Okay. So Richtung Teich nochmal, gucken, was da so abgeht. Ja, wieder auf Richtung Teich. Teich. Wo bin ich denn? Da. Der Fischteich war sicherlich einmal der ganze Stolz des Wildhüters, aber ein genauer Blick enthüllt das völlig verwilderte Ufer. War da nicht gerade ein Otter, der dort im Wasser schwamm? Eine ordnende menschliche Hand hätte ihn sicher nicht geduldet. Ja, hier war wohl mal Fisch. In der Mitte des Teichs ragt ein sehr massiver Fels aus dem Wasser. Ich glaube, ich habe Fortschritt gemacht. Wo ist dieser Otter? Der schwimmt da so rum. Zwischen dem verwilderten Ufer. Also wenn du drauf schießen willst, erschwert. Erstens, weil es ein kleines Ziel ist und zweitens, weil es sich bewegt und drittens, weil es da gewachsen ist. Ey, Pasco, was gibt's heute Abend zu essen? Wir haben eine Ration von deinem Koch dabei. Das wird's wahrscheinlich geben. Und ich habe noch nie Otter probiert, falls ihr das nächstes fragen wollt. Mir ist ja auch aufgefallen. Oh, mein Gott! In diesem... Tobi, sag mir nicht, in diesem fucking Gedicht sind Kreuzworträtsel drin. Doch, so, du hast es. Och man, Alter, ist doch alles krumm und schief. Alles genau, das ist das Prinzip. Das ist ein Kreuzworträtsel-Prinzip. Das sind Wörter in dem Gedicht versteckt, die brauchst du. Ich habe gerade in der Mitte Wasser gefunden. Ich dachte... Ja gut, kommt, lass uns wieder zurückgehen. Und auf die Nacht vorbereiten. Ich ja, weiß jetzt, wenn, jetzt nicht, wenn jetzt nicht Abend wäre, dann würde ich da drin mal kurz schwimmen. Aber jetzt gerade. Ich kann auch... Es ist noch nicht... Boah, der Tag ist fast rum und ich habe heute mein Schwert noch nicht eingesetzt. Bei mir, das könnt ihr schwimmen gehen. Ich kann euch ein bisschen Licht machen. Ich bin ein Echse. Ich kann unter Wasser gut sehen. Ja und? Aber wenn ihr wieder rauskommt, seid ihr halt nicht mehr unter Wasser und könnt dann auch nicht mehr so gut sehen. Ja. Ich will einmal eine gute Tat vollbringen. Also ihr wollt euer tägliches Schwert damit aufbrauchen. Aber warum nicht? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, heute passiert nicht mehr viel. Ja, wir sollten aber auf der Hut sein. Man weiß ja nie, was die anderen vorhaben.
Das ist so geil, weißt du, die kommen da raus und dann laufen sie den nächsten Encounter plötzlich, ey, und er hat das als Fackel gebraucht. Wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass es gewastet hätte, wie damals, als wir in dieser Eishöhle waren, wo ich mein Schwert an diesen scheiß Eisklopf gehalten habe. Mr. Qui-Gon-Jin. Ja, aber vielen Dank für das Angebot, William, gut, ich tu dann lieber morgen früh mal eine dann Runde halt drehen. Nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir zu unserem Basislager. Ja. Die anderen sind derweil oben, während wir den Weg bei dir ein bisschen skippen. Oh, fucking hell. Ja, ich steht noch im Schlafzimmer, bzw. Proko ist schon nach unten gelaufen. Ja, ich würde hinterhergehen, weil da unten ist ja noch eine verschlossene Tür. Ja. Aber Sören, weil du es schon gesagt hast, ja, Wasser ist das erste richtige Wort, was du hast. Sehr gut. Warum ist wer baut ein Kreuzworträtsel in so einen schiefen Text ein? Was ist falsch mit dir, Strobanov? Sollte ja auch nicht Strobanov. Ich möchte mal sagen, dass die Community das genauso sieht, oder? Ich habe euch aber trotzdem extra nicht die erleichterte Version gegeben von der Community, sondern ich wollte euch die Originalversion geben. Strobanov. Wirklich? Also ich kann nicht verstehen, dass es schwierig sein soll. Das war ja mit den Zeichnungen von mir aus, aber Wasser hat jetzt perfekt gepasst. Ah, das ist teilweise so krumm und schief, dass ich nicht erkennen kann, was... Also, weil du den Ansatz hast, ich kann dir mal sagen, wie viele Wörter versteckt sind, dann hast du vielleicht eher eine Chance, mal zu suchen. Okay. Warte kurz. Nichts Falsches erzählen. Yeah. Ja, derweil läufst du Poco der. Lars, du kannst mir schon mal sagen, was du machen willst, während ich gerade... Strobanov. Ich lug in den Raum rein, sehe, dass nichts Interessantes ist. Sören, es sind 5 Wörter, die du theoretisch suchst. Insgesamt 5, mit denen, die ich schon habe, oder? Mit dem Wasser, was du hast, insgesamt 5. Also Wasser mitgezählt. Wasser ist 1 von 5. Okay. Ja, Lars, du gehst runter. Ich würde die linke Tür aufmachen, aber ich kann gerade nicht. Die 5, ja, okay, das ist das, wo Helena schon reingeguckt hat. Sein Kinderzimmer. Ja, ich hab dir auch gesagt, da unten links sind die Gästezimmer, Kinderzimmer und Toilette. Rechts ja. Strohwand. Da kann da auch was Interessantes sein. Ja. Was wollt ihr denn geöffnet haben? Ich zeige auf die verschlossene Tür auf der rechten Seite. Ich luge mir die Tür mal ganz genau an. Nur Wasser überall. Ja, wenn ich so trinken. Er war auch ein Rom. Ja, das verdursten wir. Ja, danke. Okay, Lars, du möchtest die Tür aufmachen, sagst du? Ich möchte mir sie angucken. Die ist abgeschlossen. Die ist aus Holz. Okay, ich lecke nicht dran. Holz, abartig, gell? Magst du Stein? Strobanov. Okay. Okay, ich selbe Taktik, ich schlag die Tür ein. Jo, dann machen wir Damage. Also würfel mal. Mach so, wie du es vorhin gemacht hast. Auf deine Waffe, ich glaube, damit hast du auch automatisch Damage gedenkt, ne? Glaube ich. Wenn ich treffe, ja. Wer auch immer dieses Kreuzworträtsel geschrieben hat, ich hoffe, dir fällt die Zahnbürste ins Klo. Jo, 50 Schaden reicht auch, um die Tür aufzumachen. Brams. Bumpf. Ich lasse ihn natürlich vor. Ich applaudiere ehrlich. Hui, er springt. Ja, Helena geht hinterher. Potzblitz! Ja. Dieses Bad kann es mit den luxuriösten Unterkünften aufnehmen. Die schwere Tür hat verhindert, dass sich jemand oder etwas im Bad einnisten konnte, sodass alles im besten Zustand ist. So, hier findet man Wasserschüssel, Rasierutensilien, eine hübsche, große, gefließte Wanne, die sich von unten beheizen lässt. Bei der Gestaltung hat sich der Hausherr wohl an einem Schloss orientiert, welchem sehr imponierte und Prokur. Es ist 1:1 dieselbe Bad, wo ja immer die Königin gehört, weißt schon. Aha. Gesagt, genau nachgebaut quasi. Er kriegt da so Flashbacks. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Ich habe hier ganz schlechte Erinnerungen. Auf einer Ablagefläche direkt an der Badewanne liegt etwas, so wie steht auf der anderen Seite der Badewanne ein weiterer Edelstein dort eingebaut. Und das ist jetzt Warte mal, ich sage euch gleich, was da liegt. Die Nummer 9. Wer ist das dann hier? Wollt ihr oder so?
Weil ich vermute, wir müssen den oben auch gleich noch machen. Ich weiß nicht, ob Ron den hatte oder nicht. Wie gesagt, im Schlafzimmer war noch einer, den haben wir uns gar nicht angeguckt. Genau. Wollt ihr? Ihr habt doch schon mal ein. Aber ich mag diesen Kram nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Okay. Herr Zwerg, ich schlage einen fairen Deal vor. Wir spielen gleich eine Runde Schere, Stein, Papier. Auf die gute alte Zwergmethode. Die da ist: Schere, Stein, Papier. Und wir schreiben in den Chat jetzt, und der Verlierer muss den anfassen. Und die muss die beiden anfassen. Okay. Ihr habt da nicht so etwa Angst vor diesen kleinen Dingern, also. Nein. Selbst Rowan das nicht umhaut. Nö. Es ist ganz schön widerlich. In der Tat, und deswegen will ich das auch nicht. Deswegen. Nein. Mach die Hände bereit. Und ja, gut. Schere, Stein, Papier, auf die Zwergische Art. Zwergisches Schere, Stein, Papier ist also Schild, Axt und Bart. Die Axt schneidet den Bart, der Bart bedeckt das Schild und das Schild wehrt die Axt ab. Jawohl. Okay, das spielen wir jetzt. Auf geht's. Axt, wir spielen jetzt eine gute Runde Axt, Bart, Schild. Auf drei. Ach Gott, ich gehe abscheuern niemals durch. Okay. Axt, Schild, Bart. Okay. Ihr habt nicht gesagt, dass wir ehrlich spielen müssen. Amboss gewinnt immer. Kommt auf die Axt an. Ja, die Axt wird auf dem Amboss geschmiedet. Ich gehe hin und fass an, mir ist das zu doof. So, ruhig. Ja, Geld gewonnen. Folgendes hörst du, Sören, in deinem Kopf kurz. Mhm. Oh, Boron, was habe ich getan? Ich habe deiner gefrevelt und sie alle ins Verderben geführt. Oh, Boron, was habe ich getan? Ende. Oh. Der gute Herr schien Probleme zu haben. Was da übrigens auf der anderen Seite des Bades sieht, ist ein hübscher Armreif. Jo, guck ihn mir an. Der sieht irgendwie besonders aus. Du kannst nicht genau sagen, was daran besonders ist. Aber er ist sehr schlank. Also ein schlanker Armreif. Dir passt ja auch perfekt. Ja, wie war das noch mit, wir sollen nicht immer irgendwelche Dinge anfassen? Ich hab nur gesagt, ich gucke mir an. Der würde dir auf jeden Fall passen. Arsch. Ich würde ihn zumindest erstmal angucken, aber dann natürlich auch anfriemeln natürlich. Aber ich würde ihn erstmal angucken. Ja. Worauf er ist. Ja. Der ist aus, das steht hier nicht genau, ich sage aus Silber. Mhm. Ein silberner Armreif. Hey, ich würde die mir genau angucken. Sind da Edelsteine drin verarbeitet? Nö, ist aber nur ein schlanker, silberner, einfacher Armreif. Gravuren drin? Gravur ist so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Blitz ist da so eingraviert. Das war's. Harry Potter? Harry Potter. Vielleicht müssen wir es ins Feuer werfen und dann wird die wahre Botschaft. Das habe ich in Der Ringen der Herr gelesen. Das Buch gibt's wirklich in DSA-Lore. Don't judge me. Yep. Der Herr der Herrenringe. Nein, Der Ring in der Herr. Das habe ich als Kind am liebsten gelesen. Wow. Alter, du bist der Metaplot für die Herr der Ringe-Staffel. Ist mir gerade eingefallen. Hätte echt eingefallen. Alles gut. Ich würde das Ding mitnehmen, wenn du sagst, es sieht besonders aus. Willst du es gleich anstecken oder nimmst du es mit? Nee, ich nehme es mit. Alles klar, dann hast du jetzt die sogenannte schnelle Hand. Ich sage jetzt nicht, was sie bringt, aber ich sage dir nur den Namen davon. Oh, wollte die mal an mir ausprobieren? Bei der Frau bestimmt nützlich. Ja, ich wollte auch fragen. Frau Kassian, das wird gerade so hier. Schnelle Hand, Klammer, Armreif. Aber ich werfe noch was, Moment. Durch den Namen erkennst du ja, aber ich bin ja der Effekt, den ihr nicht gesagt, wenn ihr keine Ahnung habt. Ja, alles gut. Ich würde es erstmal trotzdem nicht mitnehmen, weil ich habe ja schon Armreif. Das wird ja ein bisschen. Das passt ja Goldarmreif mit Silberarmreif. Also steckst du ihn ein. Ja. Fail! Oh, ja, also. Ich muss schon sagen, das Ding. Es steht euch schon gut, aber das Metall ist leider nicht sehr. Nichts Besonderes. Nicht sehr wertvoll. Glaube ich auch nicht, aber ich glaube, das Symbol könnte vielleicht was Besonderes sein. Wie gesagt, ich würde so meine die Ärmel so ein bisschen hochziehen.
Ich habe auf jeden Fall Feineres im Angebot, also mal gucken. Wahrscheinlich auch von Zwergen gemacht. Ach, glaube ich nicht, so ein Schund. Ich meinte nicht das, sondern die, die ich habe. Ach so. Ich würde Ihnen die zeigen, also ich würde so hin. Müsste ich mir dann nochmal neu angucken. Müsstest du auch nochmal über den Arm lecken, sagst du. Bei Metallen muss ich das nicht. Ach ja, ich würde kurz überlegen, Helena überlegt im Kopf, nehme ich jetzt mal mit der Seite ein, packe ich es ein oder nehme ich mein Taschentuch raus und wisch nochmal drüber. Super. Helena, wollt ihr nicht ein Bad nehmen? Sag auch schon so random. Kommt auch random einfach zur Tür rein. Steht er im Tür... Im Türrahmen, ja. Ich gehe zur Tür und knall in die vor deinen Augen zu. Geht nicht, die ist kaputt gemacht. Also die Tür hängt da nur an den Angeln. Ich würde es versuchen. Die Tür fällt raus. Klatscht auf den Boden. Ich gucke ihn so an. Nein. Das war nur ein Witz. Ich weiß. Aber euch, Schlingel, nein, ihr seid nicht wie Camillo. Camillo hat es gesagt, wollen wir gemeinsam baden. In der Tat. Also, wenn ihr etwas Privatsphäre braucht, kann ich auch gerne eure Tür sein. Ich möchte ihn auf die Schulter drüber gucken. Ich wollte ein, zwei, dasselbe gerade sagen, ob Helena sagt, aber nein, ich klopfe ihn freundschaftlich auf die Schulter. Ja, gerne ein andermal, Herr Zwerg. Ja, ich muss nur mein Schild ausfahren, dann kann man mich auch nicht mehr miedien. Als Toxic Character habe ich sie nie eingeschätzt. Egal, lass weitergehen, bitte. Ja, gut. Ich würde sagen, während wir zurückgehen, sagen, lass mal zur Haupthalle gehen und gucken, wo jetzt die anderen sind, weil offensichtlich ist er wohl nicht in diesen Zeitengang. Und William müsste vielleicht irgendwann nachhumpeln, weil Tasku hätte ihn vielleicht mal herführen sollen, aber so langsam ist selbst ein Humpel da nicht. Lasst uns mal zur Haupthalle gehen. Haupthalle! Ja, und ich würde, wenn keiner was dagegen sagt, dahin stiefeln. Ja, nö, hier ist ja nichts mehr. Ja. Oh mein Gott. Oh, ich hab den Schatz gefunden. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ja, er trägt einen Namen. Das ist nur die Frage, wie man ihn aufkriegt. Ja, meanwhile, während ihr lauft, Beckmann William kommt bei Rowan an und Faro, die dort in der Base stehen, also im Stall. Ja, okay. Hallo, guten Tag. Hi, William. Hallo. Alter, ist gut. Wo ist denn der Rest? Die sind wahrscheinlich, sind wir sonst wohin. Die haben gesagt, die wollten zur Schmiede. Und danach, da wollten wir uns eigentlich treffen. Und dann wollten wir uns vorne am Toreingang treffen. Aber jetzt habe ich hier auf dem Weg Camillo und Faron gesehen. Also dachte ich, die werden wahrscheinlich hier vorher vorbeikommen, bevor sie ans Tor gehen. Ja. Aber es wird schon dunkel, ich denke mir. Genau, ich würde jetzt auch eher vorschlagen, lass mal für den Abend hier alles vorbereiten. No. Das Essen anrichten. Du sag mal, William. Bitte. Kennst du dich zufällig mit Saves aus? Mit Saves? Ja. Nicht wirklich, warum? Ich hab da was gefunden und ich weiß nicht, wie ich es knacken soll. Mich bräuchte ein gewisses Utensil, um besser hören zu können. Hast du sowas? Ein Utensil, um besser hören zu können. So eine Art Stethoskop oder sowas? Nee. Ach, Mist. Ich könnte euch was zum Aufsprengen anbieten. Na gut, ist ja abhängig von dem Inhalt, ob sich das lohnt. Ja, diese Explosionsbolzen sind teuer. Ja, mir geht's eher darum, dass wir ja auch das erhalten wollen, was da drin ist. Also bis vor 3 Sekunden war das noch nicht ein Teil der Aufgabe. Nee, ich verstehe schon, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas habe, um... besser in etwas reinzuhören. Dann muss ich mir noch weiter einfallen lassen. Ja, ich würde eine Schlafstätte oder so was vorbereiten. Mhm. Oh.
Ja. Und dann meine Ration, also die Ration vom Dingens fressen, vom... Ja. Ja. Wird dasselbe tun. Ich sehe so ein paar Leute am Stall vorbeilaufen. Wer sind die? Die Chakoniter, die Magier, die teilen sich da, also so ein bisschen... Strobanov-Crew läuft da noch ein bisschen über den Platz. Die scheinen auch alle keinen Bock mehr zu haben für den heutigen Tag. Haben Sie Discord gelesen? Nein, habe ich nicht. Warum sollte ich? Nee, das ging nochmal. Ja, ja. Ich bin noch was geschickt. Ja. Oh, fuck. Aha, redest du nicht mehr mit mir, oder was? Ist Vollmond und da verwandelst du dich jetzt wieder in Werwolf, Mann. Ich hab dir den Doodle-Link geschickt, also ja. Doodle. wo sind die Takoniter denn? Scheiße. Hey, jetzt mal ehrlich, wo hab ich die Takoniter denn? Ah, da. Muss die neu reinziehen, Schaber. Sag mal, Lars, die heißen Dragoniter. Draco, Drach. Malfoy? Er heißt doch Draco Malfoy. Das war doch, hieß doch beides irgendwie Drache auf irgendwelchen Sprachen. Der heißt Drache McDracherich oder so. Das ist. Drache McDracherich, ja. How to build your character to be evil. Nenn dein Kind Drache McDrachenstein oder so. So, die anderen wolltet ja auch zurück zur Base oder was? Ja, ich wäre erstmal in die Hauptstadt. Ja, in die Lobby wollten wir, weil wir da ja eigentlich Rowan treffen wollten. Ja, dann seid ihr in die Lobby, seid ihr alleine. Halten wir uns nicht am Eingang, wo ist der schon wieder hin? Vielleicht zurück in die Kanalisation, wo er herkam? Ja, das... Ach nee, warte, ich muss ja nicht mehr die Ehrlichkeit, die Wahrheit sagen. Okay. Wäre ein Zauber, würde ich ja sagen, er käme immer zur rechten Zeit, wenn er es plant, aber... Auch ein Zitat aus der Ring, der Herr, müsst ihr wissen. Aber... Es ist so schlimm, dass die das da eingebaut haben. Ne? Das ist, es gibt auch Dune. ja, wollen wir ihn vielleicht, also, vielleicht steht er vor der Tür. Wir haben ja gesagt, wir sollen eine Tür. Vielleicht steht er davor und wir können ihn aus der Haupthalle aus nicht sehen. Und ja, das wäre so eine typische Rowan-Aktion. Auch damals immer im Markthotel, wisst ihr noch? Ja, dass er sich nicht reintraut. Keine Ahnung. Vielleicht hat er, ich hätte ja gesagt, wenn er nicht dauernd irgendwo rumkriechen würde, dass er Platzangst hat, aber anscheinend nicht. Vielleicht mag er auch einfach keine Türen. Das hab ich eigentlich komplett bescheuert, ihr beiden. Wieso ihr beide? Ich bin nicht auf die Idee gekommen, das zu antworten. Du widersprichst sie mir noch nicht mal. Ich hab ja noch nicht gesagt, ich musste lachen. Also ich würde so, ja. Das kann natürlich sein, habe ich so noch nicht in meinen Psychologiebüchern von gelesen, aber man lernt nie aus. Ja, möchte ich meinen. Also wenn da ein Zwerg drauf kommt und ihr mit euren 27 Universitäten nicht. Ja, ihr habt's. Ich. Ja. Nun. Wir sollten weitergehen. 20 Universitäten. Gut. Ja, ist doch so, an welche Universität hat die nicht studiert? Es gibt zwei. Es gibt zwei Universitäten und ich war an einer. Das andere sind Schulen, aber that's not the point. Ach, jetzt kommst du mir noch mit den Fickereien des hohen Adels. Ja, Schulen, Fakultäten, Universitäten, Fachhochschulen. Ja, komm, leck mich doch. Ich geh raus. Ich guck ihn an, aber seid ihr nicht der, der alles ableckt? Also okay, ich folge ihm. Ich schreibe mir ein Notizbuch. Dieser Zwerg hat einen unnatürlichen Drang, Sachen abzulecken und fordert andere dazu auf. Sollte vorsichtig sein. Leck doch meinen Stein. Der Weisen? Ne, den zwischen meinen Beinen. Ah. Okay, nein, danke. Habt ihr euch jemals überlegt, wo kleine Zwerge herkommen? Ja, von Zwergeneltern. Moment, es gibt kleine Zwerge. Sind die noch kleiner als die normalen? Ja. Ja, es sind dann Zwergenkinder. Boah, krass. Wisst ihr, wie Zwerge auf die Welt kommen? Neue Zwerge geschaffen werden? So wie Menschen. Nur ein bisschen dauert das länger, weil ihr länger lebt. Alles ein länger wenig dauert. Anders. Wie denn? Also ich hab nie nachgefragt. Also, aus der Zwergenmutter kommt erstmal ein kleiner, warmer Kiesel. Und
Diesen warmen Kiesel muss ich stets warm halten und ab und zu in die heiße Esse tunken, damit die nicht erkalten. Und erst nach vielen, vielen Monaten schlüpft daraus ein zweijähriger Zwerg. Hat den Sexualkunde nie aufgepasst? Also, Zwerge sind also wie AIDS dann. Das, oder Amseln. Ja, ihr könnt es ruhig vergleichen mit kleinen Eiern, aber wir werden aus dem Stein geboren und wir gehen wieder in den Stein. Na ja, wie bei den Echsen, sagt Gorby dann so. Ja, so ähnlich, nur dass unsere Eier ähnlich. Härter sind. So ähnlich, nur anders. Was stimmt nicht mit dieser Gruppe? Jetzt fragst du aber spät, Andi. Muss ich auf Überreden würfeln, weil es eine Lüge ist? Ich würde es obviously nicht glauben, also kannst gerne drauf würfeln, aber er wird das, glaube ich, nicht glauben. Okay. 'Für den Gag. Ja, okay, also ich spring's wenigstens glaubwürdig rüber. Okay. Vielleicht glaubst du mir, dass ich dran glaube. Du glaubst auf jeden Fall, also du gibst auf jeden Fall zu erkennen, dass du das nicht ironisch oder sarkastisch aussagst. Okay. Nee, also ich, also Brocco wieder halt versuchen, sie gerade zu verarschen, weil sie ihm gerade auf den Sack geht. Und er versucht es wirklich seriös, ohne zu lachen, sie zu überreden, dass Zwerge aus kleinen Kieselsteinen kommen. Was muss ich würfeln, damit ich das nicht, also ich muss also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht glaube. Ja, es ist auch schon echt großer Humbug und es ist auch eher ein Gag so vom Brocco, aber vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht hält er dich für so dumm, dass er denkt, dass es funktioniert. Also ich würde, also es gibt eigentlich keine Welt, wo ich das glauben würde, ehrlich gesagt. Ich würde glauben, dass du das gerade sehr glaubhaft rüberbringst. Glaube ich. Ist halt die Frage, ob du glaubst, dass ich das auch wirklich glaube. Ja, das. Die Frage ist, was dein Motiv dahinter ist, und das kann sie nicht wissen. Sie glaubt dir, dass du seriös rüberbringst. Genau. Dadurch, dass du es ja geschafft hast. Aber mehr kann sie daraus ja nicht lesen. Ja, also du denkst schon, dass ich das ernst meine anscheinend. Das ist nicht zwingend. Sie weiß, dass du es ernst rüberbringst. Ob du es auch ernst meinst, ist halt eine andere Sache. Ja, okay, stimmt schon, ja. Also, was du jetzt geschafft hast, ist, du bringst es so rüber, wie du es rüberbringen wolltest. Glaubhaft. Ohne Sarkasmus, ohne Ähnliches. So, aber ja. Ob das jetzt auch so wirklich der Wahrheit entspricht oder ob du das auch so glaubst? Vermutlich nicht. Nee. Das Menschenkenntnis, ich würde, also Helena wird wahrscheinlich, also einschätzen, macht der gerade einen Spaß, will er mich also verarschen nicht, aber macht er gerade einen Spaß oder denkt er was wirklich? Das würde ich gerne einschätzen wollen. Nur Menschenkenntnis. Also, Foko denkt das nicht wirklich, der hat einen Sexualkunde aufgepasst. Okay. Ich fange an, ein bisschen zu schmunzeln und sag so, ja, das werde ich jetzt auch den anderen so erzählen, wenn sie mich nachfragen. Versprochen, und zwinker so ein bisschen zurück. Danke für die Lehrstunde. Ja, ja, das sind Dinge, die fragt sich niemand. Ja, genauso wie sich niemand fragt, wie Dinge schmecken, nicht wahr? Ja, niemand fragt sich, wie der Dungeon schmeckt. Nur jeder, was darin ist. Naja, aber das ist ein altes Zitat von mir. Lass uns weitergehen. Boku 2022. Ich mach, während er so ein Stück vorgeht, gucke ich zu Gorby, mach so diese Bewegung, als würde ich irgendwie Alkohol runterkippen. So dieses, ich guck Gorby an so und geht zurück zum Stall. Diese Gruppe hat ein Alkoholproblem. Diese Gruppe hat viele. Also, ja, viele Probleme. Ja, im Stall angekommen, sehe die anderen. Mhm. Moin. Ja, seid ihr endlich. Ja, wir waren am Eingang, wie besprochen. Ja, vorne am Eingang. Ich hätte erwartet, dass ihr jetzt hier vorher hier hinkommt, bevor ihr vorne an den Eingang geht. Ah, ich dachte, ihr meint den Eingang des Schlosses. Nee, schon vorne den Eingang. Ich wusste ja noch nicht mal genau, wo der Eingang sich befindet von dem Schloss. Wir sind da rein und... Ach, seid ihr dann... Wir sind da rausgegangen, als ihr nach oben weitergegangen seid. Hm. Aber ja, es hat ja doch am Ende geklappt. Ja. Ich werde mich noch ein bisschen hinsetzen und versuchen, dieses Gedicht zu entziffern.
aber ein Rätsel scheint einen Code bekommen zu haben und davon haben wir jetzt zwei. Also scheint es, wir brauchen mehrere von diesen Codes. Und zwar haben wir gefunden 3P und 1G. Wä? Ich weiß noch nicht, was wir damit anfangen können, ob wir dieses Mathe-Rätsel damit füllen müssen oder ob das vielleicht die Lösung ist, um einen Safe aufzumachen, der oben ist. Weiß ich nicht. Oder ein anderes aufzumachen, irgendwas. Also das klingt für mich wie ein Code. Vielleicht kann man ihn irgendwo eingeben. Nimm mal das hier. Das könnte er vielleicht auch gebrauchen. Ich reiche ihm das Gedicht rüber. Das eins als dasselbe Gedicht? Ja, ist es. Ich zeig's dir. Das ist dasselbe Gedicht, aber danke. Oh, ja, okay. Den kleinen Zettel hast du ihm den auch gegeben oder nur das Gedicht? Nee, ich hätte ihm beides gegeben. Okay, Sören, dann hast du jetzt auch den Zettel. Und zwar. Da steht auch die. Warte, ich gebe ihn dir recht anpassen. Sören, Besitzer. Echt? Ja, 6 glaube, ist I, heißt der Zettel. Also im Journal. Kannst du selber noch lesen. Größer machen und lesen. 6 gleich I, okay. Das ist aber anders als mit den anderen. Da stand nicht irgendwie 3 gleich P, ne? Sondern da stand. Nee, da stand einfach eine 3 und ein P. Oder eine, also, oder eine 1 und eine G. Ein G. Okay, und jetzt 8 gleich I. 6 gleich I. Ja. Okay. Ja, das ist noch ein bisschen anders, aber. Ach, und da ihr so neugierig seid, will ich euch die Informationen hier auch nicht vorenthalten. Ich hole den Stein raus und halt ihr den einfach so an sie dran. Welcher Stein war denn das jetzt, Andi? Den letzten, den ich bekommen hatte. Das war irgendwas mit, dass er da irgendwie wohl einen Fehler gemacht hätte oder sowas. Achso, die Chamäleons, meint er. Ja, aber den auf dem Schreibtisch hast du ja nicht bekommen. Ah, nee, das war der mit dem. Letzte, du bekommen hattest, war der im Studierzimmer und das war die, warte, das war die 7. Ich habe. Na ja, gut, dann halte ich ihr. Die 5. Ach, ich halte ihr einfach mal die ganzen Steine hin, damit sie alle einmal angrabbeln kann. Ja, ich hab sie jetzt durch, es war nicht so schlimm, ich würde es machen und ja, dass wir auf einen Stand sind. Okay, und ich würde auch das 4 und 5 mitgenommen an den, nämlich. Die 4. Ich habe ein weiteres Wort gefunden, aber ich vermute, dass es uns nicht mehr. Also ich habe eine Vermutung, kannst du gleich. Also. Ja. Würde ich gleich ausspielen. Ja, dann spiel aus. Nee, mach du erstmal, du wolltest ja noch was erzählen. Ja, nee, ich wollte nur mal kurz zusammengefasst. Die 4 war, sei gepriesen, göttlicher Fuchs. Und auch du seist gepriesen, du dämliches Reptil, dass du einen solch gewaltigen Hort angehäuft hast. Direkt unter den Straßen von Fasar. So. Und die 5 ist, was sage ich bloß mit einem Geld an? Das ist mehr, als ich mir je hätte erträumen lassen. Ich glaube, ich werde mich mal wieder bei dem alten Alvin blicken lassen. Ich bin mir sicher, dass er einen gemütlichen Lebensabend nicht abgeneigt ist. Und dann baue ich einen Wohnsitz. Ja. Okay. Ich würde auch mal das, was er mir gesagt hat, wiedergeben in den Dingsbums, dass er am Bohren was, wo er sich reingewieselt hat und so weiter. Solche Sachen. Also ich, und zwar würde ich, glaube, ich habe das Rätsel oder das Gedicht vielleicht ein wenig durchschaut. Schaut her, ich würde es einmal so hinlegen. Hier in der Mitte, also jetzt können es gerne alle sehen. Das Gedicht. Dann könnte es jetzt jeder. Ja, Schrobberdorf-Gedicht kann jetzt jeder gucken. Genau, und ich habe, wenn man genau in die Mitte guckt, bei muss ich warten, das W nach unten, da steht Wasser. Und wenn wir nach den E an, nach rechts, zum H gehen, steht von unten nach oben Buch. Und oben rechts steht Sterne. Das heißt. Also von der 5. Zeile nach oben steht Sterne. Und wir haben ein Rätsel mit Sternen gelöst. Das heißt, ich vermute, das sind Hinweise auf die Rätsel. Jetzt ist die Frage, was das ist. Also Wasser könnte bedeuten, dass damit das Bild gemeint ist. Oder draußen irgendein Gewässer. Es gab einen Teich. Den hatten ich und William uns mal kurz angeguckt. Okay, dann könnte der das sein. Also könnte auch das Bild sein. Aber ich vermute eher, also es kann beides sein, aber ja. Das Buch vermute ich da, wo ich das am Anfang gefunden habe. Und Sterne, das Rätsel mit den Geometrie-Gedöns.
Jetzt ist die Frage, hier sind... Es fehlen noch welche. Und meine Eingebung sagt mir, dass noch zwei weitere fehlen. Eure Eingebung ist erstaunlich. Ja, als hätte eine Stimme mir diesen Tipp gegeben. Vielleicht war Hesinde das persönlich, mir diesen Ratschlag zu geben. Was habt ihr denn mit Hesinde in der Brause? Hesinde ist die Göttin des Wissens. Seid ihr Gelehrte? Weiter nicht direkt, aber als Mitglied oder wenn man sich an Schulen und so, ist das ja Hesinde gefällig und sie scheint daran interessiert zu sein, Wissen zu sammeln. Also, und ich, die Hesinde-Kirche war mir bisher die liebste. Nee. Ich glaube, ich habe eins gefunden und wenn man dasselbe nimmt, da wo Sterne beginnt, nach links zum G, nach oben steht Grab. Wissen wir etwas von einem Grab? Irgendeiner hat doch erzählt, dass Strobanov irgendein Grab gesucht hat von irgendeinem Magier oder so. Genau, aber hat er das... Aber ich glaube nicht, dass es hier auf dem Gelände ist. Es klang eher so, als hätte er das Grab eines mysteriösen Magiers gesucht. Hm. Das kann sein. Ansonsten ist es halt schwer zu erkennen. Also es muss wahrscheinlich von oben nach unten, von rechts nach links oder von unten, also von unten nach oben nach unten oder rechts nach links sein, weil von links nach rechts sind ja die normalen Wörter und die sind teilweise eh schon schwer genug zu entziffern. But hey, ich... Zoom. Give money? Nein. Ich lese das jetzt einmal rückwärts. Also ich würde das jetzt weiter... Also ich habe 4 gefunden, glaube ich. Also Grab klingt für mich mysteriös genug, um Rätsel eines... Hort eines Rätsels zu sein. Was meint ihr? Ich habe hier keinen Friedhof auf dem Gelände gesehen. Ich habe vorhin einen komischen Typen gesehen, der irgendwie dort hinten an der Mauer rumspaziert ist. Entschuldigung? Ja, ich bin ihm gefolgt, aber der scheint einfach so im Gestrüpp verschwunden zu sein. Eine ziemlich eigenartige Person, wenn du mich fragst. In der Tat. Wo war das denn genau? An welchem Teil der Mauer? Beschreibe ich ihm. So an der westlichen Seite. Hinter dem Teich oder wo? Den Teich habe ich nicht gesehen. Hier dann im Stall. Hier vorbei, am Stall vorbei und dann ganz links raus. Ja, aber vom Stall müssten wir doch den Teich fast sehen, oder? Obwohl, da ist eine Baumgruppe. Oh, ich habe einen weiteren Vorschlag. So, da. So. Vielleicht habe ich, also, ja. Und zwar, wenn mir die Zeile gehen, ich weiß nicht, das klingt nicht mysteriös genug, aber Zeile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, da wo das mit U anfängt, nach rechts, da steht Geld rückwärts geschrieben. Ah, da steht doch, also das ist das Einzige, was ich noch finde. Wenn es vorwärts liest, steht da Leck. Ja, und Leck. Genau. Ja. Das ist vielleicht auch ein Hinweis auf nichts. Da rechts steht da hier manchmal ja auch, also das ist so off-topic, Not mit H, aber weil manchmal schreiben die hier so Sachen mit H oder SZ und so, wegen diesem Mittelalter-Sprech. Also hier vielleicht nochmal Not in derselben Zeile rückwärts gelesen. Ja, was wollt ihr mit diesen Worten anfangen? Da ist Grab schon eine bessere Spur. Ja. Vielleicht finden wir ja Gräber hier irgendwo. Also wir haben jetzt hier einmal Buch, was ich glaube, ich pack das Buch auf, wo ich den Hinweis gefunden habe mit den Zahlen. Sterne, das mit den, wo wir das, den Hinweis auf die Schmiede. Grab, Geld, vielleicht der Tresor, Wasser, vielleicht der Weiher, vielleicht das Bild. Also ich halte Wasser und Grab für die besten Spuren. Ja, aber ich habe eine, wie gesagt, hier sitze persönlich, hat mir in ihrer unendlichen Nettigkeit einen Hinweis gegeben, dass wir 5 Begriffe suchen. Ja. Trotzdem
Ja. Reicht es vielleicht erstmal, wenn wir zwei Sachen absuchen? In der Tat, deswegen kann ich ja noch weiter an diesem Mathe-Rätsel hängen. Mal kurz anmerken, dass er das dritte schon, dass er ein drittes schon besitzt, ne? Ich takte schon mit uns rum. So, man hat es gerade gesagt, was das dritte ist. Geld? Ja, das Geldrätsel habt ihr gerade. Wenn der Andi noch dran denkt, wo er es gefunden hat, dann. Das Geldrätsel? Das Geldrätsel ist das Mathe-Rätsel, weil du das in der Bude von dem Verwalter gefunden hast. Ach so. Das Sachen, die schon wisst, deswegen. Ja, aber das Mathe-Rätsel, das hat er ja. Und das... Genau, deswegen ja. Du habt ja schon drei. Das wollte ich schon sagen. Ah, ich wusste aber nicht, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das was mit Geld zu tun hat. Doch, Geld ist Verwalter, weil er da die Geldkassette hatte. Okay, danke. Und da kommt das Mathe-Rätsel her, deswegen. Ich wollte sagen, das kann Helena ja auch nicht wissen, so genau. Nee, das habe ich auch nur Brocco gesagt, genau. Tatsächlich. Das ist so mein OT-Nummer-Tipp gewesen, weil das, wenn ich jetzt denkt, wo ist Geld, ihr wisst eigentlich schon, das meine ich damit. Ja, also ich war mir jetzt auch nicht mal sicher, ob Geld wirklich ein Begriff ist, weil ich jetzt nicht dachte, dass rückwärts geschrieben auch zählt. Weil das wäre jetzt quasi die Herangehensweise gewesen, wir überprüfen erstmal Wasser und Grab, ob wir dazu jeweils was finden und dann wissen wir schon mal, dass es schon mal sinnvoll so zu suchen und dann würde ich anfangen, erst rückwärts zu lesen oder irgendwelche besonderen Lesearten auszuprobieren. Okay. Aber ob wir mit Grab und Wasser, weil das halte ich beides für gute Spuren, richtig liegen, das würde ich erstmal überprüfen am nächsten Morgen. Ah, stimmt, es wird ja schon langsam ziemlich dunkel. An solchen Rätseln bekomme ich Kopfschmerzen, ne? Was? Was ist los, Beckmann? Von diesem Gedicht bekomme ich Kopfschmerzen. Ja. Ja, dann, was wollt ihr machen? Helena, guck doch mal auf eure Uhr. Mach ich. Ja, 9. Sie ist noch ein bisschen voller Saba. 19 Uhr. Ja, das ist ja noch keine Uhrzeit, also. Ja. Also, ich schlage vor, dass wir noch eine Sache unternehmen heute. Ich mach gar nichts mehr. Ich leg mich jetzt hier irgendwo hin, weil ich kann eh nicht mehr gehen. Ja, bei ihm wahrscheinlich das Beste. Aber wir könnten vielleicht noch zu dem Teich gehen, den Irrgarten abchecken. Den Irrgarten? Und uns in das Gemälde saugen. Den Irrgarten im Dunkeln, das könnt ihr vergessen. Ja, okay, ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber vielleicht von außen schon mal angucken. Vielleicht finden wir irgendwie einen Hinweis, wie wir den leichter durchschreiten können. Ja, das müssen wir jetzt gemeinsam entscheiden. Rowan, seid ihr noch? Wollt ihr euch auch ausruhen? Können wir lieber schlafen und morgen früher losgehen. Also Proko, ja. Hä, welche Uhrzeiten geht mit den Schlafen in dieser Welt? Proko, so wie es aussieht, die Helena will das wahrscheinlich auch nicht. Könntet ihr nur mit Tasko losziehen. Also ich, ein bisschen könnte ich noch, aber ich glaube, das dauert noch zu lange. Also ich würde mich dann vorzeitig wahrscheinlich verabschieden, aber ein bisschen geht noch. Das Problem ist, da es dunkel wird, werden wir auch Hinweise eventuell schlecht finden. Deswegen verlorene Zeit. Wie gesagt, wir halten ja noch, bis es wirklich dunkel wird, wahrscheinlich noch 1-2 Stunden und es weiß nicht, wie weit der weg ist, aber also zumindest könnten wir es anfangen, aber notfalls auch nicht. Ein Vorschlag. Helena, ihr geht mit Taskul zum Teich und ich gehe in der Zeit in die Schmiede. Klingt nach einem hervorragenden Plan. Was wollten wir jetzt in der Schmiede? Er und Ronald Dreh lehnt sich zurück. Zwergengeschäfte. Ich fände das noch okay. Also ja, können wir noch machen. Müssen ja nichts machen, aber wir können zumindest das angucken. Ich meine, ihr könnt euch das angucken, vielleicht findet ihr ja was und wenn nicht, dann kann Tasku wenigstens eine Runde schwimmen. Sag mal, Brocco, hast du einen Dolch zufällig? Ein Dolch? Pharon hatte einen eingesteckt, aber der, den sollten wir vielleicht nicht euch geben. Ich guck mal kurz.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen im Inventar habe, wenn nicht sogar mehrere. Zur Not kriegst du ein zwergisches Buttermesser. Dann habe ich das Ding ja schon wieder. Stimmt! Es wird dich ewig verfolgen. Oder wieder, oder wieder, oder wieder. Ja, also ich habe hier einen Dolch, aber das ist eher so mein Dolch. Wisst ihr, das ist schon was sehr Persönliches. Aber ich hätte hier noch... Ne, ich kann kein Geschenk weiter verschenken, das ist mies. Sehr gut. Also, vor den Memes hätte ich jetzt gemacht, aber halt aus Respekt vor Cassian nicht. Sehr gut. Ich hätte dich auch respektlos empfunden, also ich jetzt als Cassian. Ja. Nee, gut, ja, ich hätte meinen vorhin im Arsch gekriegt, deswegen. Ach so. Ja, zeig mal her, da kann man doch bestimmt noch was draus machen. Nee, der liegt oben, den habe ich mir direkt weggeschmissen. Die Klinge ist abgebrochen. Dann kann man da auch nichts machen, wenn er da liegt. Aber ich gehe in die Schmiede, vielleicht kann ich euch was zaubern. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber vielleicht lässt sich irgendwas zusammenschustern. Ja, könnt ihr dran denken. Okay. 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 Gorbi, was haltet ihr davon? Als Captain? Ja, yeah, machen wir so. Sehr gute Idee. Gute Idee, oh. Captain. Ja, ihr wisst wirklich immer, das Beste für die Gruppe ist. Ja. Wenn das Wasserwort wirklich ein Rätsel ist, dann kann das gut da sehr helfen. Wunderbar, ja. Gorbi, da seid ihr ja ganz alleine drauf gekommen. Danke. Ach ja, ich liebe diesen Zirkus. Ich auch. Clown Fiesta. Ich liebe diesen Zirkus. Ja, ich würde dann zum Ausgang gehen. Wir sind ja eben steil. Ich würde wahrscheinlich zur Tür gehen und die am Eingang. Oh Gott, es gibt zwei Helenas, da unten ist auch eine, deswegen war bei. Was? War uns Albtraum. Ja, ich gehe zur Tür und guck Tasko an. Kommt ihr? Ja, klar. Ja. Ich mach die Tür auf. Jo. Guck, ob da wir irgendwie beobachtet werden, ob einer von den Ugokowskis hier steht. Oder. Oh nein. Oh Gott. Hörst du schon die Musik? Ja. Du kommst mit Tasko so ein paar Meter, siehst du da so ein Ronaldinho an dem Gatter von dem Pferdeding lehnen. Ach, da ist sie ja, die hübsche Dame. Ja, hi. Oh Gott. Was ein Zufall, dass sie hier gerade vorbeikommt. Ja, wir wollten eigentlich da hinten zum See. Wir beide. Und du? Ja, ich habe hier gestanden und geguckt. Wissen Sie, ich sollte hier von meinem Boss aus auf euch aufpassen, dass ihr nachts nirgends hingeht, aber du bist einfach zu hübsch, ich kann nicht aufpassen. Ach, man ist schon verzögert geworden. Egal. Warte mal. In Spanien mache ich das auch. So, jetzt bin ich richtig. Ronaldinho ist Brasilianer, du. Ist doch egal. Deswegen tanzt der Samba auf der Stelle. Fiesta, Fiesta Mexicana. Fuck. Fail! Helena wird mega rot, die das sehen. Ja, das aber weiß ich auch, wo wir es sieht das. Okay. Ja, hätte ja sein können, dass die anderen das auch noch mitkriegen aus dem Stall oder so. Das ist ja 2 Meter daneben, also zumindest hören oder rauskommen. Ja, also tatsächlich, man könnte das drin hören, also Rowan und William. Camilo wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, Camilo. Also die ganze Zeit diese Hintergrund. Klatsch, klatsch, klatsch. gerne wann anders, aber ich würde jetzt gerne mit meinem Freund, ich würde so Tasko so an mich ran. hier, also mein Kumpel, mein Kollege. Ihr mögt dann sechseln, ich verstehe das. Nein, aber wir gehen. Ich würde ihn einfach so mitschleifen. Ja, okay.
Er guckt dir so ganz mysteriös hinterher. Ich guck so zurück und guck, ob er mir nachguckt oder. Ja, er guckt so nach. Oh, scheiße. Das ist halt so. Ja. Während ihr so lauft, sagt das so: Was meint ihr denn damit? Das. Was ist denn dagegen, dass du Ex magst? Er dachte, da ja nicht das mögen, sondern. Ich mach diese Fingerbewegung: Das mögen. Ja. Welche Fingerbewegung? Okay. Was? Warte, du machst. Also, was machst du mit deinem linken Zeigefinger und deinem Daumen und dann den anderen Zeigefinger dann und wie dann? Genau, also ich mache das Okay-Zeichen und mit dem Mittelfinger und dann wupp. So, das ist also quasi, wenn man mit dem Daumen und dem Kreis, also Daumen und Zeigefinger so einen Kreis macht, gell, und dann mit dem Zeigefinger durchsticht. Das meinst du, oder? Ja. Was mache ich bloß mit meinem Leben? wofür steht das dann in Kombination? Also wenn ein Wolf und ein Hund... Ihr kennt die Szene noch aus. Okay, also das steht dafür, dass... Liebe, Harry. Ja, das verstehe ich. Das ist Liebe. Verstehe ich immer noch nicht, aber okay. Ja, das ist okay, lass uns weitergehen. Der guckt... Ich noch mal die ganze Zeit hinter jedem Baum noch mal gucken, ja, ob der ist, immer noch hinterher... Guck so kurz weg, guckst du weg, aber boom, steht im Haus, Slenderman. Nee, Schatz. Also, okay, das hätte ich ihm jetzt zugetraut, dass er uns jetzt nach... Also ich würde wirklich gucken, ob der mir jetzt nachgeht. Ja, er ist jetzt so ein bisschen Wald ja noch gelaufen. Da guckt er so an so einem Baum vorbei. Doch, da ist der Teich. Ja. Also soll ich jetzt... Also, was soll ich jetzt machen? Also ich würde sagen... Rein da, oder also was? Du kannst ja mal... Ja, wir können die Chancen... Du kannst dich umgucken. Also nichts Genaues, einfach nochmal, ob du irgendwas findest. Ich... würde es präferieren, mich hier nicht auszuziehen. Ich gucke wieder so in diese Richtung und schwimmen zu gehen, wenn es okay ist. Ja, ja. Vor allem, ich passe hier ein bisschen auf. Vor allem nicht in einem algenüberwucherten Teich sehe ich jetzt nicht so eine Helena drin rumschwimmen. Das ist gut für die Haut. Ja, aber... Also, ja, aber ja, hast recht. Ja, aber der ja, aber ja. Damit, ne? Ja, außerdem, der riecht so ein bisschen wie ein Viertel Rowan. Der See. Ja, das macht mir ja nichts aus. Dachte ich mir. Ich warte hier auf dich. Das Wasser pellt nur so an mich ab. Ich werde einen Stein oder irgendwas ähnliches ins Wasser schmeißen. Das müsstet ihr ja mitkriegen, wenn irgendwie ein Notfall ist. Aber ansonsten warte ich hier auf euch. Und du merkst ja, also hast gemerkt wahrscheinlich, ich guck so immer so leicht rot, immer zu Ronaldinho. Also ich wollte eigentlich, dass du nach Hinweisen suchst und ich wollte nur Tasco mitschicken, damit Tasco eine Runde schwimmen kann. Ich habe ein Problem. Ja. Das wissen wir. Tasco sticht den ab. Ja. Ja. Aber noch steht Crackmeier da hinten. Wie er einfach wirklich Crackmeier ist. Und bisher habe ich nicht das Gefühl, dass er dieses Nein, also Helena hat auch nicht optimal Nein gesagt, akzeptiert. So, liebe Zuschauer, Nein heißt Nein. Richtig. Ja. Auf jeden Fall. Ja, auch wenn ihr Ronaldinho heißt. Ja, Tasco macht sich aber vor deinen Augen komplett nackig. Hat ja kein Problem mit. Mhm. Und hüpft dann da rein. Ja. Ich würde kurz... warten und mich umgucken. Mach kurz Blatsch. Und der Dino beobachtet dich. Ja, ich... Legt sich schon so über die Lippe. Meisterlich! Was kommt denn jetzt? Nee, das war Tasco, Gott sei Dank. Warte, ich mach nochmal, ob ich weiter wieder rot wäre. Wie viel ist das? Das war eben eine 20 und schon ein bisschen erschwert, ne? Scheiße. Ich mach mal auf 2. Ah, machen wir mal 4. Okay. Ich unterdrücke es, aber ich komm den, also... ich mach erstmal die anderen oder Tasco oder so, dann können wir kurz... Ja, die anderen... Außer Proko. Ich chill Base. Ach, chillen, sagst du. Beckmann? Ja. Pennst du schon? Ja, ich penn schon. Also, wem pennt?
Ich würde wieder irgendeine Wache übernehmen. Da alle anderen beschäftigt sind außer Pharaon, glaube ich, ja. Ja, Gorbi sagt auch, er macht eine Wache, also. Ach stimmt, Gorbi ist ja auch noch da. Ja. Du Gorbatschow. Ja. Sag mal, hast du zufällig irgendwie so eine Art Stethoskop oder irgendwas dabei? Oh nö, fühlst du ausgefallen. Geht mir genauso. Könnte mir so einen Mist mal zulegen. Du weißt ja, was du wieder besorgen durfst, ne? Keine Ahnung, ob das so geht. Ja. Ist bestimmt teuer, die Kacke. Glaube ich auch. Ja, Lars, du bist in Schmiede angekommen. Was möchtest du denn machen? Ich habe mich ja schon vergewissert, dass da ein bisschen Kohle liegt. Und ich würde mich vielleicht mal umgucken, ob da vielleicht noch ein paar Metallreste liegen oder irgendwas, was sich lohnen würde einzuschmelzen oder so. Metall, was sich lohnen würde einzuschmelzen. Ja, oder halt vielleicht direkt Rohmetall. Metallerz, oder nenne ich Erz, aber Barren oder so. Ja, okay. Es ist kein Weltuntergang, wenn ich das nicht finde. Ich sehe mich nur halt mal um, was Zwerge halt so tun in ihrer Freizeit. An Dingen lecken. Und schmieden. Und schmieden. Ja, dann würfen wir auf Metallbearbeitung für das Einschmelzen. Du findest auf jeden Fall Sachen. Ich will jetzt nicht die hochwertigen Werkzeuge einschmelzen, aber halt irgendwas, weil ich minderwertigen Mist. Ja, gibt's ja schon genug. Kann man. Übung bleibst so quasi. Kann man besser machen. Es ist auch eine Art von. Beten würde ich jetzt nicht sagen, aber doch schon von Ritualarbeit. Ja, dann schmelzt du da so ein bisschen rum. Ja. Ich würde halt auch, wie gesagt, dann die Äste anzünden und so. Also muss ich ja sowieso zum Einschmelzen. Und dann würde ich nebenbei versuchen, auf jeden Fall einen Dolch anzufertigen und meine Brechstange wieder gerade zu biegen mit der Hitze. Oder wie war es auch immer, die für eine Art von Reparatur jetzt braucht. So, sorry, ich war kurz abgelenkt. Was? Also insgesamt möchte ich meine Aktion bewirken, dass ich einen neuen Dolch schmiede. Okay. So nebenbei als Nebenprodukt und meine Brechstange wieder reparieren, gerade biegen, was auch immer die braucht. Dann schmieden, also auch Metallbearbeitung. Ja, was zuerst? Aber erstmal den Dolch, der ist auf ganz normal und fürs Reparieren erschwert um 2. Für den Dolch nur craften, den einfachen Dolch, ist aber nur normal Probe. Ja. Einfacher Metall, Eisendolch wie in Skyrim. Einfach Dolch, genau. Und schon Reparatur erscheint am 2. Meisterlich! Oi, oi, oi. Meisterlich repariert. Oi, 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 oi. Meisterlich repariert. Ja. Okay. Derweil ruft Taskul zu Helena erstmal kurz so vorher. Da ist ein Pfeil auf dem Feld, der nach unten deutet. Ja, wie gesagt, schaut euch das genauer an. Ja, vielleicht sollte ich mal den Pfeil mal nach unten tauchen. Ja, das war die Idee. Ja. Und ich würde die ganze Zeit nervös gucken, ob der Typ ja, kommt, näher kommt. Ja, näher durch den Wald. Okay. Warte. Ja, ich, mir ist das mega unangenehm. Ich würde mal so ein Stück weiter weggehen und... Ich werde jetzt noch weiter für dich okay, ich untermalen, keine Sorge. Ich merke das, also ich würde, mir ist das mega, ich gehe hinter die Ecke und gucke, ob er mir immer noch folgt. Also ich gehe so hinter und dann gucke ich noch mit dem Kopf so hinterher. Oh fuck, Mann. Er guckt so links, rechts, aber er überlegt gerade, ob er jetzt Tasko folgen soll, aber entscheidet anscheinend für dich und läuft dann nach rechts weiter. Ja. Bisch am Arsch. I'm in danger.
Na. Camille würde das jetzt nicht so sehen. Ja. Ich würde einmal hier so langlaufen. Mhm. Also ich würde... Und ja. Also ich... Hier hoch. Guck mal, ob er mir immer noch folgt. Ja, mit Abstand. I'm in danger. In many ways. Tja. Hätt's auch einfach da bleiben können. Oh nein. Helena war ja wieder neugierig. Jetzt bezahlst du dafür. Ja. Sagte er mit dieser beruhigenden Stimme.